Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Quaschning Live. Im Oktober 2020 haben wir den Podcast Das ist eine gute Frage Podcast zur Klimakrise und Energierevolution gestartet. Den kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und auch hier auf diesem YouTube-Kanal. Und hier konntet ihr auch kommentieren, miteinander diskutieren und das habt ihr auch ganz fleißig gemacht. Und auch Fragen stellen. Aber leider haben wir nicht immer so die Zeit gehabt, ausführlich zu antworten. Und deshalb haben wir uns was Neues überlegt, haben unsere Küche umgebaut zum Tonstudio und sind jetzt heute hier und rücken euch ein Stückchen näher. Ich bin Cornelia, das ist Volker. Ja, und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben die Kinder abgefrühstückt. Wir haben die Küche hier in Beschlag genommen. Wir haben jetzt eine gute Stunde Zeit. Wir werden am Anfang ein bisschen in die Thematik einführen. In der Zeit könnt ihr dann Fragen im Chat stellen und wir werden zwischendrin und am Ende auch dann die Fragen beantworten. Genau. Schaut, dass ihr nicht zu lange Fragen stellt, also nicht da so eine halbe Seite Buch reinkopieren oder so, sondern haltet euch kurz und bleibt beim Thema und dann habt ihr große Chancen, dass eure Frage dann auch beantwortet wird. Ja, Volker, und was haben wir denn heute für ein spannendes Thema? Ja, heute ein Thema, was eigentlich schon die letzten Tage hoch und runter diskutiert wurde, aber es ist ja nach wie vor aktuell, heute schon wieder in den Schlagzeilen. Es geht um Öl und Gas. Ich wurde von der Deutschen Welle schon für ein Fernsehinterview angefragt. Das habe ich natürlich für Quaschning Live abgesagt. Das ist wichtiger hier, dass wir hier heute online sind. Und ja, Öl und Gas aus Russland. Wir sehen, dass wir ein Problem haben. Wissen wir eigentlich schon relativ lange. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir vom Öl und Gas weg? Und das ist das Thema, das wir heute diskutieren wollen. Wie abhängig sind wir von Russland? Wie stark und wie kommen wir davon weg? Und darauf wollen wir heute eingehen. Genau. Steigen wir doch mal gleich ins Thema ein. Welchen Einfluss haben denn Öl und Gas überhaupt auf unsere Energieversorgung? Okay, ja, weil ich ja wusste, dass diese Frage kommt, habe ich schon mal gleich hier ein Chart vorbereitet. Das muss ich mal kurz aufrufen. Sekunde. Und ja, wir sehen in dieser Grafik den Primärenergiebedarf. Das ist also der Energiebedarf, den wir in Deutschland haben für Strom, für Wärme, für Verkehr. Da ist aber auch die Kraftwerksabwärme noch drin, kommen wir später vielleicht noch mal kurz drauf ein. Also das, wo sich die Kühlschirme abbräuchten. Also die ganze gesamte Energie, die wir hier in Deutschland verbrauchen. Und normalerweise reden wir ja sehr viel über Kohle, wir reden viel über erneuerbare Energien, wir reden über die Kernenergie. Und alle denken, ja, das sind so die dominierenden Energieformen. Und wenn wir jetzt in diese Grafik mal reingucken, dann sehen wir, dass Öl und Gas 60% unseres Energiebedarfs abdecken. Eigentlich sind wir ein Öl- und Gasland und die anderen Energieträger spielen noch eine komplett untergeordnete Rolle. Und deswegen haben wir jetzt einfach auch in dieser Krise diese massiven Probleme. Ja, Volker, wenn ich mir hier das so angucke, dieses kleine Kuchenstück da mit Atomkraft, das ist ja jetzt gerade wieder so in der Diskussion. Es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die die Atomkraft gerade wieder ins Gespräch bringen, aber ist ja ein wirklich kleiner Anteil. Macht das überhaupt Sinn? Ja, das ist so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion, würde ich einfach mal sagen, von Menschen, die von der Energieversorgung keine richtige Ahnung haben. Wir sehen in dieser Grafik schon mal den Anteil der Kernenergie und der ist ja schon im Vergleich zu Öl und Gas relativ klein. Also ob wir die Kernenergie weiterlaufen lassen oder nicht, also diese Riesendominanz von Öl und Gas werden wir natürlich damit nicht irgendwie beseitigen können. Da müssten wir schon 100 Kraftwerke neu bauen und das möglichst in 6 Monaten. Also das ist ja was gar nicht in die Tüte kommt. Und dann täuscht diese Grafik auch noch. Das ist Stand 2021. Wir haben Ende 2021 die Hälfte der Kernkraftwerke noch abgeschaltet. Das heißt, dieses Jahr ist dieses Kuchenstückchen halb so groß. Die abgeschalteten Meiler kriegen wir auch nicht mehr so schnell ans Netz, selbst wenn wir das wollten. Ja, und dann ist das, wie gesagt, die Primärenergie. Hier ist die Kraftwerksabwärme, die Kühlturmabwärme noch mit dabei. Also das heißt, 2/3 dieser Energie jagen wir noch durch den Schornstein. Die können wir praktisch gar nicht gebrauchen. Und wenn wir das praktisch mal rausrechnen, also die schon abgeschalteten Kernkraftwerke und die Kühlturmabwärme, dann bleibt von der Kernenergie 1-2% übrig. Kann man drüber reden? Ja, aber bei der aktuellen Abhängigkeit von Öl und Gas hilft uns das nichts. Wenn wir die Raumtemperatur um 1 Grad runterdrehen, dann sparen wir 6% Gas ein. Da haben wir einen größeren Effekt, als ob wir Kernkraftwerke weiterlaufen lassen oder nicht. Und deswegen müssen wir über solche Sachen heute diskutieren. Ja, genau. Es ist ja auch nicht gerade so, dass man jetzt Uran irgendwo auf eBay bestellen könnte. Außerdem kommt es auch zum Teil aus Russland. Also es macht ja jetzt auch nicht wirklich Sinn, da das zu ersetzen. Ja, spannende Sache. Genau, das ist auch eine Sache, die man den meisten gar nicht so auf dem Schirm ist. Man sagt, na gut, wir entscheiden uns jetzt einfach mal, die Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen. Nun haben die Kraftwerksbetreiber schon vor 10 Jahren gesagt bekommen, in 10 Jahren ist Schluss. Was macht man als Unternehmen? Man fährt natürlich die Anlagen so, dass es besonders wirtschaftlich ist, die da auch noch abzuschalten.
Das heißt, man schickt das Personal rechtzeitig in Ruhestand, man ordert auch keine Brennelemente mehr nach, man macht die Wartungsintervalle so, dass danach halt die Anlage erstmal auf Verschleiß gefahren ist. So, wenn ich die jetzt weiterlaufen lasse, muss ich ja erstmal gucken. Erstmal, kann ich die Anlage technisch überhaupt laufen lassen? Brauche ich erstmal wieder irgendwie Ertüchtigung? Ich muss gucken, dass ich das Personal beikriege. Wo soll ich dann das hinbekommen? Irgendwie bei der Arbeitsagentur mal nachfragen. Ich brauche jetzt irgendwie einen jungen Betriebspersonal von Kernkraftwerken und natürlich die Brennelemente. Das ist ja, es gibt nicht so viele Kernkraftwerke und das ist jetzt nichts, was ich auf eBay oder bei Amazon bestellen kann. Oh, hallo, ich brauche nochmal 3 Brennelemente. Die muss ich dann mal 2 Jahre vorher ordern. Und deswegen habe ich da eigentlich kaum eine Chance, auch selbst wenn wir wollten, sinnvoll was drüber zu machen. Deswegen beenden wir einfach mal die Diskussion über die Kernenergie. Die hilft uns kein bisschen weiter und reden wir wirklich über die Sachen, die uns weiterhelfen. Genau, gucken wir doch mal, wie viel Geld geben wir denn so generell für Importe von Öl und Gas überhaupt aus? Und soviel ich weiß, haben wir da auch in unserem Buch ein bisschen was geschrieben. Und übrigens vielen, vielen Dank euch allen, weil ihr habt uns in der 2. Erscheinungswoche unseres Buches schon in die Spiegel-Bestsellerliste gebracht. Das war ein gigantisches Ereignis für uns. Vielen, vielen Dank. Und ja, wenn das Buch natürlich dann auch so in der Bestsellerliste drin ist, dann kommen wir natürlich auch ein Stück weit raus aus der Klimablase, weil da gucken natürlich auch andere Leute auf diese Liste. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und ja, verschenkt es fleißig weiter, empfehlt es, ja, damit wir immer mehr Leute erreichen mit unserem Thema. So, jetzt darfst du aber mal die Folie aufzeigen. Jetzt legen wir mal los. Genau, ich habe hier einfach mal eine Seite rauskopiert und dann ein Zitat hier mal gehighlightet. Es ist spannend, Redaktionsschluss war letztes Jahr, also das heißt noch vor dem Ergebnis der Bundestagswahl, also bevor wir hier den Koalitionsvertrag hatten. Und das Buch ist jetzt dann im Januar rausgekommen, dauert halt immer ein bisschen, bis es dann gedruckt ist. Und wir hatten eigentlich diese ganzen Themen, die heute hoch und runter diskutiert werden, auch schon auf dem Schirm, weil das war damals schon ersichtlich. Ja, alle wissen, wir reden und diskutieren seit Jahren über die erneuerbaren Energien. Wir haben ein erneuerbaren Energiengesetz und das ist doch so unendlich teuer. Wir können uns das gar nicht leisten und deswegen müssen wir so leider langsam machen, hat die alte Regierung, Herr Altmaier, hoch und runter erzählt. Roundabout 20 Milliarden war so die Größenordnung, was über das Erneuerbare Energiengesetz abgewickelt wurde. Und nun schauen wir mal. Deutschland gibt jedes Jahr 50 bis 100 Milliarden für den Import von Erdgas, Erdöl und Steinkohle aus. Und das ist ein Thema, wo wir auch schon gesagt haben, Leute, darüber müssen wir reden. Das ist ein Problem für Deutschland. Diese 100 Milliarden, das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr werden, weil die Preise explodiert sind. Und das Geld, das fehlt in Deutschland, das begibt uns in Abhängigkeiten. Das ist unser Problem und nicht das, was wir hier im eigenen Land in erneuerbare Energien investieren. Deswegen haben wir seit Jahren die falschen Diskussionen geführt und das war absehbar und das ist uns jetzt einfach auf die Füße gefallen. Ja, und wir sind im Buch ja auch noch in Bezug auf Putin ein bisschen konkreter geworden. Genau, und die nächste Seite haben wir auch ganz gleich, wie gesagt, Redaktionsschluss letztes Jahr. Ganz schön paradox, permanent wird Putins Politik kritisiert und dann überweisen wir ihm jedes Jahr einen 2-stelligen Milliardenbetrag für Erdöl und Erdgas. Ja, das ist irgendwie wirklich relativ interessant. Ich hätte das jetzt mit dem Wissen, dass es einen Krieg gibt, noch mal etwas härter formuliert. Aber im Prinzip war das schon absehbar. Wir hatten auch schon gewarnt, baut die Pipeline Nord Stream 2 nicht. Wir haben einfach ein Problem mit den Abhängigkeiten von Putin. Steht in dem Buch drin, hat man schon vor einem halben Jahr gewusst, hat man nachlesen können. Wir haben einfach hier die komplett falsche Politik gemacht. Ja, hast du denn irgendwie auch noch ein paar konkrete Zahlen, was wir so letztes Jahr für Öl und Gas ausgegeben haben? Naja, da muss man schauen. Ich habe die nicht, aber man kann ja irgendwie bei seriösen Quellen nachgucken. Also bitte nicht auf Telegram. Wenn wir hier arbeiten, gucken wir uns gute Quellen an. Und in Deutschland sind die Statistiken erstmal im Gegensatz zu anderen Ländern nicht gefälscht. Das heißt, das ist wirklich relativ unabhängig. Und da haben wir ein paar Fakten zum Außenhandel mit Russland. Das ist ja erstmal interessant. Also ich habe hier mal die Grafik vom Statistischen Bundesamt und habe mal gehighlightet, was das Statistische Bundesamt dazu gesagt hat. Deutschland importierte 2021 vor allem Erdöl und Erdgas im Wert von 19,4 Milliarden Euro. Und das war ein Zuwachs um 49,5%, machte 59% aller Einfuhren aus Russland aus. Und das ist relativ interessant. Also wir haben jetzt hier 19,4 Milliarden Euro letztes Jahr überwiesen. Dieses Jahr wird es vermutlich nochmal deutlich mehr sein, weil wie gesagt, Öl und Gas ist deutlich teurer geworden. Und 60% aller Importe, die wir aus Russland beziehen, sind Öl und Gas. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Faktor, den wir hier haben. Ja, Wahnsinn. Und wie entscheidend ist jetzt das russische Öl und das Gas überhaupt für unsere Energieversorgung? Ja, es tut uns schon weh. Das werden wir gleich mal in den nächsten Minuten diskutieren. Ich will vielleicht noch mal kurz auf diesen Satz zurück, weil wir hatten vorhin schon mal in den Chat geschaut und da war schon eine Frage vorab.
Der hat dann gefragt, ja, wie sieht das da aus? Ich hatte ja schon auf Twitter mich mal drüber ausgelassen, dass wir einen Importstopp brauchen. Da reden wir mal drüber aus, weil wir den Krieg in der Ukraine finanzieren. Und 19,4 Milliarden Euro, das ist schon relativ heftig. Also das ist ein Drittel der russischen Militärausgaben in etwa, der offiziellen zumindest. Die kommen aus Deutschland hier in dem Moment. Nun sagt man irgendwie, naja, Russland bezahlt ja seine Soldaten in Rubel. Das mag schon richtig sein. Das heißt, den aktuellen Krieg, den bezahlen wir nur zum Teil. Es gibt Sachen, die man in Euros bezahlen muss. Das sind nämlich Söldner, die jetzt momentan angeworfen werden. Also ich glaube nicht, dass ich mich als Söldner an der Front mit Rubel abspeisen lasse. Also wenn ich mich in die Gefahr begebe, will ich schon Euros haben. Und natürlich Hightech-Waffen und sowas müssen auch in Euros bezahlt werden. Das hat Russland schon in den letzten Jahren gemacht. Das heißt also, unsere fleißigen Öl- und Gaskäufe der letzten 10 Jahre haben eigentlich den Krieg vorbereitet. Und wenn wir jetzt weiterhin Öl und Gas kaufen, in Euros bezahlen, dann geben wir zumindest mal Putin die Möglichkeit, hier auch Söldner zu bezahlen und das Ganze. Also insofern, wir finanzieren nicht den ganzen Krieg, aber doch einen größeren Teil des Krieges mit unserem Geld. Das muss man hier einfach mal so ganz klar sagen. Also wer hier in Deutschland Auto fährt mit russischem Benzin und Öl und Gas, geht ein Teil der Tankrechnung direkt zum Anwerben von Söldnern in die Ukraine. Genau. Kommen wir aber mal wieder zurück zu dem, wie entscheidend jetzt das russische Öl und Gas für die Energieversorgung ist. Du hattest da, glaube ich, auch nochmal eine Folie vorbereitet. Genau, und ja, das ist beim Gas erstmal wirklich dramatisch. Ich habe jetzt hier mal die deutschen Gasimporte rausgesucht, 2020. Neuere Zahlen gibt es nicht, aber im letzten Jahr hat sich da noch nicht so viel verändert. Russland hat 55% der Importe abgedeckt. Land Nummer 2 war Norwegen. Und Land Nummer 3, das waren die Niederlande. Das heißt also, wir haben im Prinzip 3 Länder, Niederlande, Norwegen und Russland, die uns komplett oder fast komplett mit Gas versorgen. Das geht alles über Pipelines. Wir haben also eine massive Abhängigkeit hier von ausschließlich 3 Ländern. Und Abhängigkeit von Russland ist die größte, die auch die anderen nicht ersetzen können. Und das ist eigentlich fatal. Kein Wirtschaftsunternehmen würde sich so abhängig machen, weil sie wissen genau, wenn der Lieferant ausfällt, dann bin ich eventuell pleite. Gut, Deutschland kann nicht pleite gehen, aber uns kann das Gas ausgehen. Und das sehen wir halt natürlich in diesen Abhängigkeiten. Ja, ich glaube, in den Niederlanden war es ja auch so, die haben ganz schön viel gefördert und haben jetzt auch Probleme sowohl mit Land als auch mit der Bevölkerung. Ja, die Niederlande, die liegen ja ziemlich da nieder, also wie der Name schon sagt. Und da ist es blöd, wenn sich das Land absinkt und genau das passiert. Das heißt also, wir haben in den Niederlanden über Jahre lang viel Gas gefördert. Niederlande hat selber viel Gas verbraucht und dann haben die festgestellt, das Land senkt sich. Das sorgt dafür, dass die Häuser wackeln, dass es Risse gibt, Mini-Erdbeben, dass sogar Häuser schon zerstört wurden. Und deswegen will die Bevölkerung raus. Also Niederlande als Erdgasförderland, da dürfen zum Teil in einigen Regionen keine Gasheizungen mehr eingebaut werden, weil sie einfach ein Riesenproblem mit dem Gas haben. Und die würden am liebsten gestern als heute raus aus der Gasförderung. Also eigentlich ist dieses grüne Kuchenstückchen auch relativ wackelig. Bei Norwegen sieht es anders aus. Die holen das aus der Nordsee raus. Die haben da nicht so große Probleme mit, verdienen auch ganz gut. Aber die können natürlich nur zum Teil aufdrehen. Und deswegen ein wackeliges grünes Kuchenstückchen. Die Norweger, die nur ein bisschen mehr liefern können. Ja, und die Abhängigkeit zu Russland ist enorm. Und deswegen wollte die deutsche Politik ja mit munterer Unterstützung von einigen Protagonisten wie Herrn Schröder auch die Pipeline Nord Stream 2 durchdrücken, um die Abhängigkeit noch mehr zu vergrößern. Das war natürlich die komplett falsche Strategie. Genau, weil ja, wenn Niederlande wer wegfällt, dann hätte ja die Abhängigkeit von Russland noch erhöht werden müssen. Waren wir denn schon immer so abhängig von Russland? Naja, auch da habe ich mal die Zahlen rausgesucht der letzten 30 Jahre. Also hier sehen wir die Erdgasimporte aus Russland. 1991 sehen wir die Werte, das sind 800 bis 900 Petajoule, das ist also der Energiegehalt des Gases. Und bis zum Jahr 2020 ist der Wert auf 1800 gestiegen. Das heißt, also wir haben die Gasimporte in den letzten 30 Jahren im Prinzip verdoppelt in Deutschland. Und das ist natürlich schon ganz enorm. Also ich habe immer schon auch gewarnt, dass das irgendwie riskant ist. Aber dann hieß es immer, naja, selbst im Kalten Krieg haben die Russen geliefert, das ist ein verlässlicher Partner. Ja, abhängig von einem Partner zu sein. In 30 Jahren kann die Politik sich auch ändern. Das war sicherlich in den 90er Jahren mit Glasnost eine andere Nummer, von Russland Gas zu importieren. Aber im Plan B wäre schon mal ganz gut gewesen und den hatten wir nicht. Ja, also über 50%, das ist echt der helle Wahnsinn, sich so abhängig zu machen von einem Land. Haben wir es denn jetzt beim Erdöl ein bisschen besser? Bedingt, muss man sagen. Also beim Erdöl gibt es erstmal mehrere Lieferanten. Das heißt, wir sind nicht nur von 3 Ländern abhängig. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Aber wir sehen auch, erstes Land Russland hier in dieser Grafik ist groß. Also auch Russland deckt etwa ein Drittel unserer Ölimporte. Dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Player. Großbritannien, wir haben die USA, wir haben Norwegen.
Kasachstan. Das Autokennzeichen ist für deutsche Verhältnisse ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist wirklich so. Und Nigeria und noch ein paar andere. Ja, und das sind erstmal die Lieferanten. Also wir sehen, wir haben erstmal eine größere Palette. Es gibt noch mehrere Länder, also auch zum Beispiel die ganzen Golfstaaten, die sind hier unter anderem. Da kann man natürlich auch noch bei mehreren Leuten an der Tür kratzen und das Russland-Stückchen ersetzen. Aber natürlich auch hier ist der Import von Russland erstmal groß. Und wenn man das ersetzen will, so ein großes Kuchenstückchen, dann rumpelt es natürlich auch da ein bisschen. Aber es ist nicht ganz so dramatisch wie beim Gas. Mir fällt ja auf, Norwegen geht ja eigentlich weg vom Verbrennerauto. Also die haben ja schon ganz viele E-Autos. Sind die jetzt eigentlich froh über die Ölexporte? Das ist ja so die Lage von Norwegen, die ja wirklich spannend ist. Also Norwegen ist das erste Land, was hier in Europa, klimaneutral in der Stromversorgung ist. Das heißt, Norwegen hat 100% erneuerbare Energien bei der Stromversorgung. Das machen die traditionell mit Wasserkraft, hohe Berge, Fjorde. Da geht das relativ gut. Norwegen hat massiv Elektroautos gefördert, auch im Heizungsbereich darf man keine neue Ölheizung mehr einbauen. Das ist irgendwie interessant. Norwegen, Ölförderland, keine neue Ölheizung. Das heißt, die drängen aus der eigenen Energieversorgung das Öl im Prinzip raus und versuchen hier auch klimaneutral zu sein. Auf der anderen Seite, eins der größten Förderländer in Europa. Dieses Jahr nehmen die über 100 Milliarden Euro mit Öl und Gas ein, ein Land mit 4 Millionen Einwohnern. Es wäre so, als ob man in Berlin irgendwie 100 Milliarden bekommen würde für den Export von irgendwelchen Gütern. Die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld und diskutieren, was man für Wohltaten damit machen kann. Ja, das ist natürlich so zwei Seelen einer Brust. Also für Norwegen natürlich ein wahnsinniger Reichtum, der da reinschwappt in dieses Land. Auf der anderen Seite natürlich macht es ja keinen Sinn, selbst klimaneutral zu werden und einer der größten Exporteure zu sein von Öl und Gas, was ja nicht nur Krisen befeuert, sondern das natürlich auch die Klimakrise dann mit anheizt. Okay. Die Öl- und Gaspreise, die sind ja jetzt durch die Situation unglaublich explodiert. Und viele schreien natürlich dann auch nach staatlicher Unterstützung. Und können wir uns diese Preisentwicklung einfach mal noch ein bisschen näher angucken? Okay, ich habe hier mal was rausgesucht beim Öl. Und Moment, da muss ich erstmal wechseln, weil ich das eine Webseite hier mal starten muss. Genau, es gibt eine schöne Webseite, die ich eigentlich seit Jahren verwende von der Firma Texon, die mir auch hier die Zustimmung gegeben haben, dass ich die Seite heute zeigen darf. Und hier gibt es, die machen sich einfach seit 15 Jahren wirklich Mühe, täglich die Öl- und Gaspreise, die Ölpreise, Gaspreise leider nicht, aber Öl hier entsprechend aufzubereiten. Und deswegen gucken wir mal rein in die Ölpreise. Werbung machen wir mal zu. So, und schauen uns hier die letzten 3 Jahre an. Also wir sehen hier den Ölpreis in Dollar pro Barrel. Ein Barrel ist eine Badewanne voll, also 158 gequetschte Liter. Und dann sehen wir hier den Preis, also 20, 40, 60, 80, 100 Dollar pro Barrel, also für ein Fass. Und wir haben erstmal hier 2020, das Corona-Jahr am Anfang. Da hatten wir noch die Hoffnung, dass also Corona nur in China bleibt. Der Ölpreis ungefähr so bei 70 Dollar, der ist dann abgestürzt, als klar war, dass Corona weltumspannende Pandemie wird, auf 20 Dollar. Und hat sich dann wieder über das Jahr 2020 und das Jahr 2021 auf 70, 80 Dollar erhöht, also wieder auf den Normalwert eingependelt. Und jetzt sehen wir den Wert 2020, also 2020 ist der Ölpreis nach oben geschossen regelrecht und hat hier Werte erreicht. Und wenn ich das jetzt vergleiche, nicht? Also wir haben uns ja an die niedrigen Preise von 2020 gewöhnt, wo Deutschland ja also viel Geld auch gespart hat, weil die Öl- und Gaspreise niedrig waren, von 20 auf über 120 Dollar pro Fass, Faktor 6. Und da sagt man so, wow, also das ist ja eine Explosion. Genau, ich glaube, du wolltest aber 2012 noch zeigen. Genau, wir hatten ja mal uns vorher angeschaut, das Jahr 2012 ist nämlich sehr, sehr spannend. Das nehmen wir nämlich hier mit dazu. Das kann ich hier in diesem Rechner sehr schön machen. Und wir sehen das Jahr 2012. Ähnliche Werte wie 2020. Also das heißt, die Werte, die wir jetzt an den Rohölmärkten haben, die sind nichts Ungewöhnliches. Wir waren schon häufig bei deutlich über 100 Euro und da muss man jetzt nicht Panik schieben, Subventionen raushauen und so weiter, theoretisch erstmal, weil das eine relativ gewöhnliche Situation ist. Wir hatten das 2008, 2012, jetzt 10 Jahre ein bisschen niedrigere Preise. Da gewöhnt man sich halt immer sehr schnell dran und immer wenn die Krise da ist, schreien wir nach Subventionen. Es wäre natürlich klug gewesen, vor 10 Jahren mal sich zu überlegen, dass die nächste Hochpreisphase kommt und dass wir dann wegkommen vom Öl. Das hat man irgendwie fälschlicherweise nicht gemacht. Und nun sehen wir diese hohen Ölpreise 2012. Naja, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch so krass, weil wir wirklich von niedrig nach hoch geschossen sind. Weil 2012 war ja die Kurve so ein bisschen glatter, sage ich mal. Genau, das ist wie der Frosch irgendwie im Wasserglas. Das ist also das Beispiel, nicht? Erhitzt sich das Wasserglas langsam, bleibt der Frosch drin und irgendwann wird er gebrüht.
schütte ich kochendes Wasser rein, dann hüpft der Frosch raus und wir verhalten uns hier wie die Frösche. Ne? Also wenn es langsam nach oben geht, dann irgendwie merken wir das kaum und gewöhnen uns daran. Und wenn es so schnell nach oben geht, dann ist der Gewöhnungseffekt natürlich schwierig. Und deswegen möchte ich hier in der Grafik auch nochmal die Heizölpreise aufrufen. Da sieht man das ein bisschen, was das auch bedeutet. Heizöl, das Gleiche gilt natürlich für Benzin und Diesel, aber beim Heizöl sieht man das noch ein bisschen härter, weil da weniger Steuern drauf sind. Und wir sehen auf der linken Seite den Heizölpreis, also 25, 100, 100, 200 Euro pro 100 Liter. Also wenn ich das durch 100 teile, ist es dann also Euro pro Liter. Also hier wäre 1 Euro, 2 Euro. Und auf der rechten Seite wäre der Preis, was wir dort haben, für eine 3000 Liter Bestellung. Also wenn ich ein Familienhaus habe, nicht gut gedämmt und da den Öltank voll machen will. Und da sehen wir, dass wir 1000 bis 1500 Euro im Jahr 2020 gezahlt hätten, um den Öltank voll zu machen. Wie gesagt, historische Niedrigpreise. Dann hat sich im Jahr 2021 der Ölpreis wieder normalisiert. Also wir hätten dann schon mal gut 2000 Euro ausgeben müssen. Und wenn ich jetzt in diesem Jahr den Öltank voll gemacht hätte, Jahresanfang 2,5, 3, und dann ist der einfach nach oben geschossen auf 6000 Euro. Also man hätte hier 1000 Euro ausgegeben, jetzt plötzlich der Sechsfache. Das ist natürlich für die Menschen wirklich panikartig. Und wir sehen, der Preis hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert, aber er ist natürlich noch deutlich höher. Und wenn wir jetzt mal das 2012er Jahr reinmachen, wo wir ja ähnliche Preise an den Welt, also Ölpreisen hatten, dann sehen wir, das Ganze ist so. Da gab es diesen Extremausreißer nicht. Das heißt also, alleine es auf die hohen Ölpreise auf dem Weltmarkt zu schieben, ist wohl auch nicht ganz richtig. Naja, also Herr Habeck hat ja jetzt, glaube ich, auch das Kartellamt darauf angesetzt, dass die da mal gucken sollen, ob da nicht irgendjemand Geschäft mitmachen will. Ja, ist ja auch sinnvoll. Also man muss ja gucken, wie gesagt, 2012, 2020 schon auffällig. Das ist da also hier bei ähnlichen Weltmarktpreisen. Der Dollar spielt noch ein bisschen eine Rolle. Und natürlich, bei Krisen setzen sich da Spekulanten drauf. Und klar, und auch die Raffinerien haben jetzt Schwierigkeiten. Wenn sie russisches Gas haben, Öl haben, will das keiner mehr nehmen. Also insofern gibt es da auch Sondereffekte. Aber ob die nun so groß sind, dass es einfach gleich der Faktor 2 ist, das mag ich mal zu bezweifeln. Also da gibt es sicherlich einige, die richtig gut an diesem Krieg verdienen derzeit. Und dass man den Ölkonzernen, den Raffinerien da mal ein bisschen mehr auf die Finger schaut, das halte ich für relativ richtig. Kann Herr Habeck aber nicht selber machen, hat er die Befugnisse nicht dazu. Das muss hier in Deutschland das Bundeskartellamt machen. Und das hat er mal gebeten, das zu tun. Ja, also das wäre ja schon eine ganz schöne Dreistigkeit, also kaum vorstellbar. Gut, wollen wir schon mal ein paar kleine Fragen dazwischen nehmen? Da ist denn schon was reingekommen? Ja, na klar, ist hier schon was reingekommen. Also ich habe hier zum Beispiel die Frage, laut Scholz kann Russland das Geld, das derzeit überwiesen wird, nicht ausgeben. Was ist denn da dran? Naja, das stimmt nicht. Also wir kaufen, also es sind natürlich Privatverträge. Das heißt, wenn Deutschland Gas gekauft wird, dann ist ja nicht so, dass Herr Scholz das von Herrn Putin kauft, sondern das macht die E.ON oder die EnBW von Gazprom. Also das heißt, da gibt es Lieferverträge zwischen Unternehmen, deutscher Energieversorger und einem russischen Energieversorger. Das heißt also, EnBW kauft erstmal von Gazprom Gas und die kriegen dann Fett-Euros dafür, was halt ausgehandelt wurde. Meistens sind es auch längerfristige Lieferverträge. Und Gazprom muss gleich 80% der Devisen an die abführen in Russland. Das heißt also, das Geld fließt natürlich jetzt nicht direkt in Putins Kriegskasse, aber natürlich über den Umweg. Klar, also das heißt, da hat Putin die Hand drauf und da fließen natürlich entsprechenden Sanktionen hier die ganzen Euros in die Kasse rein. Und damit wir überhaupt das Gas bezahlen konnten, konnte man ja auch Russland nicht aus dem SWIFT-System komplett rausschmeißen. Wir mussten also hier ein dickes Scheunentor offen lassen, damit wir also auch unsere Sachen bezahlen können. Darüber kann Russland natürlich auch andere Käufe abwickeln. Also insofern sind die Sanktionen ein bisschen ein zahnloser Tiger und das Geld fließt natürlich über den Umweg Gazprom in den russischen Haushalt auch rein. Und deswegen ist das so, ja, vielleicht für sich selber, dass er morgens in den Spiegel gucken kann. Dass er aber eigentlich, wenn er schlau ist, weiß er, dass wir wirklich hier auch Russland mit am Leben erhalten mit dem Kauf von Öl und Gas. Genau. Ich habe hier die nächste Frage. Wäre eine Klimadividende, ein Energiegeld nicht die Lösung, die Energieversorgung umzustrukturieren? Welche Bedenken gibt es dabei? Naja, Energiegeld ist ja das, was auch die Grünen jetzt und auch die SPD, es gab ja verschiedene Vorstellungen, um die Leute zu entlasten. Und es gibt ja jetzt ein Energiegeld, was ausgeschüttet wird. 300 Euro sollen jetzt alle pro Kopf bekommen. Das ist erstmal gut, vor allen Dingen auch sozial ein bisschen ausgewogener als die Spritsubventionen, wo dann die Leute mit dicken Autos besonders viel kriegen.
Hier ist es so, dass das nochmal versteuert werden muss und die, die halt viel Steuern zahlen, die haben etwas weniger von dieser Prämie, ist also auch ein bisschen sozial ausgewogener und natürlich vollkommen klar. Aber auch das ist eine Gießkannenmethode, ne? Also müssen wir unbedingt schauen. Also erstmal, wir haben kein Öl und Gas mehr. Also ich freue mich natürlich über das Energiegeld. Wir haben vor 15 Jahren schon importiert, da kriegen wir jetzt Geld rein. Das motiviert ein bisschen. Ob ich jetzt für 300 Euro dann das Auto verkaufe und die Gasheizung rausreiße, mag ich mal zu bezweifeln, nicht? Also das heißt, das müsste dann eine andere Dimension haben. Und das hat sicherlich einen Lenkungseffekt, aber wir brauchen ja jetzt, wir haben 60% Öl und Gas. Und das hilft ja nichts, wenn da einer von 1000 Leuten jetzt drüber nachdenkt, mal das Auto zu verkaufen oder die Öl- und Gasheizung rauszureißen. Das muss flächendeckend passieren und das werde ich mit solchen Anreizen nicht machen können. Also das ist so das Modell Light. Die Grünen haben ja versprochen, wir machen Klimaschutz, aber ohne, dass es jemand merkt oder ohne, dass es wirklich wehtut. Und ja, wir haben jetzt eine massivste Krise. Wir müssen einfach mal gucken, was in der Ukraine los ist und es wird an uns nicht vorbeigehen, ohne dass wir das spüren. Und das permanent zu suggerieren, das ist eine reine Illusion. Okay, machen wir erstmal weiter in unserer Thematik und machen später nochmal weiter mit den Fragen. Wie sieht es denn aus? Sollten wir ein Öl- und Gasembargo machen und was passiert, wenn Putin uns jetzt einfach das Öl und Gas abstellt? Naja, wird erstmal sehr, sehr stark diskutiert. Ich glaube, wir gucken uns erstmal die Wege an, wie das Gas zu uns kommt. Auch das, Sekunde, haben wir hier vorbereitet. So, jetzt muss man wieder wechseln vom Internet zur Folie. Und dann schauen wir uns mal, ja, erstmal Öl und Gas an. Fangen wir mal mit dem Öl an. Also ich habe hier in der ersten Folie mal die Ölpipelines gesehen, weil wir müssen ja unterscheiden. Also man kann ein Gasembargo machen, man kann ein Ölembargo machen, man kann beides machen. Das heißt, man könnte ja auch differenzieren. Also deswegen möchte ich das mal genau hier sehen. Also Öl, das sind jetzt hier auf dieser Karte die Ölpipelines in etwa eingezeichnet, die von Russland nach Europa gehen. Und wir sehen also die Ölvorkommen hier in Sibirien, also doch relativ weit weg. Also das heißt, das Öl wird über viele, viele Kilometer geleitet. Und dann haben wir hier verschiedene Wege nach Deutschland. Einmal hier über Belarus, Weißrussland. Dann über Polen geht das dann rein nach Schwedt und kommt hier nach Deutschland rein. Und ja, dann, wenn ich in Berlin Auto fahre und meinen Tank voll mache, ist es russisches Öl oder Gas. Ja, das kann man sehen. Das kommt über die Pipeline Freundschaft, das ist ein interessanter Name, rein. Und das ist auf alle Fälle hier Öl, was in dieser Region dann sehr stark verwendet wird. Dann haben wir noch einen weiteren Weg hier durch die Ukraine durch. Das ist ja schon immer die Öl- und Gaspipelines ein Zankapfel gewesen, weil die Ukraine da Transitgebühren für bekommt. Das wollte Russland ja einfach auch vermeiden. Also auch ein Konfliktpunkt schon lange, das Öl und Gas hier in der Ukraine. Und das kommt hier in Süddeutschland rein, also hier in der Region, da bei Ingolstadt, Karlsruhe. Da sind dann also auch große Raffinerien. Und ja, das heißt, auch in Süddeutschland haben wir russisches Öl dann im größeren Teil zum Einsatz. Wie gesagt, es macht nur ein Drittel aus. Das heißt also, die anderen zwei Drittel kommen ja über den Seeweg. Und insofern haben wir die Pipelines aus Russland, aber wir haben, anders als beim Gas, halt noch andere Möglichkeiten, Öl ins Land zu schaffen. Also du bist der Meinung, dass man das Öl lässt sich schon irgendwie ersetzen, man muss nur einiges umorganisieren. Klar, also es wird natürlich auch rumpeln. Ne? Also wir sehen, wenn wir jetzt seit 20 Jahren hier im Benzin unser Öl über die Pipeline funktionieren, dann hat man natürlich auch nicht die Transportkapazitäten von Rotterdam oder Hamburg oder was weiß ich, das Öl dann nach Berlin zu fahren. Da braucht man auch erstmal irgendwelche Schiffe und Lastwagen, um das Öl dann halt zu transportieren. Die gibt es natürlich, aber das muss man erstmal alles organisieren. Wir wissen jetzt schon seit 4 Wochen, dass man ein Problem haben kann. Also wenn die Bundesregierung clever ist, dann versucht die das natürlich erstmal auch hinzubekommen. Klar, es wird am Anfang rumpeln, aber die Mengen an Öl lassen sich auf dem Weltmarkt einkaufen und auch noch Öl schaffen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir das Ölembargo in Deutschland ganz gut überstehen würden. Aber die Preise würden natürlich nach oben gehen. Ne? Also wenn jetzt Öl, die Märkte spielen natürlich, sind sehr sensibel. Und natürlich gibt es dann auch wieder Gewinnler, die dann sagen, oh, das Öl ist knapp, jetzt versuche ich da auch nochmal ein bisschen den Preis nach oben zu treiben, um richtig Kohle zu machen. Und das wird stattfinden. Das heißt, wir werden dann schon 2,50, 3 Euro an der Zapfsäule sehen. Und die Angst der deutschen Bundesregierung vor den deutschen Autofahrern ist größer als vor Herrn Putin und dem Krieg in der Ukraine. Das muss man jetzt ganz klar so sagen. Ja, aber gerade bei dieser Preisgeschichte kommt ja noch ins Spiel, dass wir ja diese strategische Ölreserve auch noch haben. Genau, ich habe hier auch mal bei Wikipedia was rausgesucht. Genau, von der Quelle her
auch ganz gut. In Hochschulen darf man das irgendwie nur bedingt einsetzen. Da sollte man immer eine Sekundärquelle machen. Aber die Werte sind hier in Ordnung und haben wir auch quer gecheckt nochmal. Reserven ausgewählter Länder. Und Deutschland hat eine strategische Ölreserve. Warum haben wir das? Wir hatten ja schon mal die Ölpreiskrise, ne, als wir klein waren. Spannend. Kannst du dich noch erinnern? Nicht mehr so wirklich, aber du hast ein bisschen besseres Erinnerungsvermögen daran, ja. Ja, es war ja irgendwie in den 70er, 80er Jahren, nicht? Also da waren wir ja noch Kindergarten, aber ich kann mich an irgendeine Tagesschau, die ich mit meinem Vater gesehen habe, wo ich dann fasziniert war, weil dann haben sie so Bilder gezeigt, wo ganze Familien auf den Autobahnen geradelt sind und dann Picknickdecken ausgebreitet haben, so mitten auf dem Autobahnkreuz. Das war irgendwie so eine faszinierende Sache für ein Kind, deswegen ist mir das in bleibender Erinnerung geblieben. Also wir hatten schon mal Ölpreiskrisen, wir haben damals auch anders reagiert als heute. Damals gab es keine Subventionen von Öl und Gas. Damals hat man einfach gesagt, wir sparen radikal, was irgendwie aus meiner Sicht auch jetzt die clevere Strategie war. Aber damals hat man gesagt, wir wollen nicht normal in dieses Problem rasseln und deswegen haben wir eine strategische Ölreserve. 2011 waren das 25 Millionen Tonnen, ein bisschen haben wir davon jetzt abgeknapst, aber 22, 23 Millionen Tonnen sind noch da und die würden ausreichen, um Deutschland 90 Tage komplett mit Öl zu versorgen. Also selbst wenn jetzt 3 Monate gar kein Öl mehr nach Deutschland reinkäme, würden wir unsere Ölversorgung, so wie sie heute ist, komplett aufrechterhalten. Die russischen Ölimporte, die können wir fast ein Jahr lang überbrücken. Das heißt also, das ist da. Und wenn die Preise verrückt spielen, kann man natürlich auch was von der strategischen Ölreserve auf den Markt werfen, größere Mengen, und damit die Preise wieder entsprechend stabilisieren. Die Ölreserve ist für Krisen da. Wenn nicht, wann jetzt? Wann soll man die dann einsetzen? Also wenn ich jetzt wirklich gucke, dass man wegkommt, dass wir schnell Transportkapazitäten, andere Länder, strategische Ölreserve, dann kommen wir mit vielleicht verhaltenen Ölpreissteigerungen durch. Und ein Ölembargo, das würde ich auf alle Fälle sagen, das sollte Deutschland machen. Bei Öl verdient Russland noch mehr als bei Gas. Deswegen ist also das Ölembargo das, was man auf alle Fälle machen sollte. Aber die Angst vor den Autofahrerinnen und Autofahrern hier in Deutschland ist so dermaßen groß, dass sich das Deutschland einfach nicht traut. Also das ist der einzigste Preis, dass der Spritpreis, selbst wenn ich halt mit der Ölreserve noch ein bisschen was dämpfen kann, vielleicht doch nochmal ansteigt, dass die dann Amok laufen, ist so groß, dass wir weiterhin was an Putin überweisen, jede Menge. Ja, es ist bitter, dass Autofahren so viel wichtiger ist als irgendwelche Städte oder Menschen in der Ukraine. Ja. Was ist denn jetzt mit dem Gasembargo? Gas, genau. Auch hier habe ich meine Grafik vorbereitet. Wir haben hier die Gaspipelines. Und da haben wir ja vorhin schon gesagt, ist die Situation ein bisschen anders als beim Öl. Also beim Öl haben wir ja die Möglichkeiten, wie gesagt, über Schiff anzulanden. Das wird ja auch schon mit 2/3 oder Ölmengen gemacht. Also das kommt nicht alles über Pipelines rein. Wir haben andere Transportwege. Beim Öl sind wir eigentlich auf Pipelines fixiert. Und hier habe ich jetzt mal die Pipelines aus Russland. Das heißt, wir sehen also die verschiedenen Pipelines. Einmal hier auch wieder durch Polen, Weißrussland, die Yamal-Pipeline. Dann haben wir die weiteren Sojus und Bruderschaft, auch ein netter Name für Ukraine, die durch die Ukraine durchlaufen. Auch hier großer Streitpunkt in den letzten Jahren wegen Transitgebühren. Also da geht auch Gas durch. Und dann haben wir die letzte Pipeline, Nord Stream 1, die liegt schon durch die Ostsee und die sollte verdoppelt werden. Nord Stream 2, das Projekt ist momentan gestoppt. Und das sind die 3 Wege, die halt von Russland laufen. Und ja, das ist nun mal relativ viel. Und das zu ersetzen, ist nicht so einfach. Genau, das sind ja jetzt alles die russischen Pipelines. Wie kommt das Gas jetzt eigentlich aus Norwegen? Okay, die Grafik zeigt wirklich nur die russischen Pipelines. Also natürlich haben wir auch noch hier Wege von Norwegen und von Großbritannien, die hier nicht eingezeichnet sind. Aber die sind halt auch schon sehr, sehr stark ausgelastet. Herr Habeck, der war jüngst auch in Norwegen und hat mit denen verhandelt. Also man versucht jetzt irgendwie die Mengen noch zu erhöhen, eventuell auch von Schiffen, mit Transportschiffen von Norwegen noch nach Deutschland zu schaffen, also auch Flüssiggas, dass man da kurzfristig was akquirieren kann. Das wird helfen, aber natürlich nicht die Menge, die wir brauchen. Okay. Und wir haben ja wie bei den Ölvorräten, haben wir ja auch Gasspeicher. Wie sieht es denn da aus mit den Gasspeichern? Naja, Gasspeicher haben wir hier in dieser Grafik auch mal dargestellt. Die Gasspeicher in Deutschland sind ähnlich groß wie die Ölspeicher. Also wären, jetzt kommt der Konjunktiv, wären alle Speicher voll, könnten wir auch 3 Monate am Stück in etwa die deutsche Gasversorgung sicherstellen. Ja, also das heißt, die sind auch schon gigantisch groß. Wir haben hier gelbe und rote Punkte auf der Karte. Das eine sind Porenspeicher.
Also das sind poröses Gestein, das andere sind Kavernenspeicher, das sind große unterirdische Hohlräume. Das heißt, wir pumpen das Gas unter die Erde, das sind gigantische Hohlräume. In Rheden, hier ist der größte Speicher, 4.400 Millionen Kubikmeter, 4,4 Kubikkilometer, also 4 Kilometer mal 1 Kilometer mal 1 Kilometer. So groß ist das Loch nicht, das wird halt ein bisschen komprimiert, da kriegt man deswegen ein bisschen mehr rein, aber das ist einfach eine gigantische Gasmenge, wo wir da halt einen Haufen auch speichern könnten, wenn da jetzt Gas drin wäre. Ja, weil irgendwie wurde der Gasspeicher doch auch an Russland verkauft und Frau Kempfert hat ja auch irgendwie schon vor 8 Jahren gewarnt, dass das irgendwie keine gute Idee ist, dass dieser Gasspeicher verkauft wird. Da kann man die Hände über den Kopf zusammen. Liebe Bundesregierung, genau, wir haben jetzt eine neue, wenn ihr schlau seid. Das, was man nicht verkaufen darf, ist kritische Infrastruktur. Also keine Autobahnen, keine Schienen, nicht die Bundesbahn, was man ja auch schon mal machen wollte. Und auch keine Speicher, keine Energiespeicher, keine Energienetze. Das muss eigentlich hier in deutscher Hand bleiben. Sonst rasseln wir nämlich genau in diesen Mist rein, wie wir heute haben. Wir haben nicht alle Speicher, zum Glück. Einige gibt es noch in deutschen Händen, sonst wären die Speicher jetzt alle leer. Aber wir können mal in den Gasspeicher Rheden reingucken. Und hier habe ich mir mal eine Grafik von Bruno Burger ausgeliehen. Bruno Burger betreibt das Internetportal Energy Charts. Also das ist eine der besten Plattformen, um wirklich Energiedaten, vor allen Dingen aus der Stromerzeugung, zu haben. Aber er hat jetzt auch hier den Füllstand des Gasspeicher Rheden mal getwittert. Und ich versuche die mal zu erläutern, weil ja viele Linien da sind. Also diese ganzen Linien, die hier immer diesen schönen Verlauf machen, das sind die Gasspeicherfüllstände von 2014 bis 2019. Ja, und hier haben wir unten ist 0, da ist er leer, oben 100% ist er voll. Und da war es immer so, das ist der Jahresverlauf. Über den Winter haben wir den Gasspeicher immer entleert, im Frühjahr dann wieder voll gemacht, sodass er im Sommer voll war und danach wurde er wieder entleert. Nun haben wir 2 Jahre, das heißt, das hat auch Gazprom und also auch die Russen noch relativ fleißig gemacht mit dem Speicher. Also das macht auch Sinn, weil das Gas kommt halt übers Jahr gleichmäßig aus Russland. Deswegen, wir brauchen im Winter halt mehr und der Gasspeicher, der gleicht halt das ein bisschen aus. Hat auch Russland eine gewisse Zeit ein Interesse daran, den Speicher so zu nutzen. Und nun sehen wir 2 Jahre, die aus dem Ruder laufen. Das ist erstmal das Jahr 2020. 2020 sind die Gas... hatten wir das Corona-Jahr, da ist der Gasbedarf in Deutschland deutlich zurückgegangen und deswegen hatten wir hier den Bedarf am Speicher nicht so stark. Und dann sehen wir auch wieder, ist der Speicher wieder eingestiegen, wurde also dann wieder ganz normal entleert, bis dahin alles Paletti. Und nun gucken wir uns mal das Jahr 2021, was passiert ist. Der Gasspeicher wurde entleert, in den anderen Jahren hat man sie wieder angefangen voll zu machen. Russland hat den Speicher komplett leer gemacht und im kompletten Jahr 2021 leer gelassen. Das ist komplett irrsinnig. Also wenn ein Wirtschaftsunternehmen hätte das nie so gemacht, weil ich genau weiß, ich habe im Winter wieder meine Verpflichtungen. Das heißt also hier sieht man schon ganz klar die Kriegsvorbereitung von Russland. Die haben vor einem Jahr schon gewusst, dass es einen Konflikt mit Europa, mit der Gasinfrastruktur gibt. Wenn ich ein bisschen clever gewesen wäre im Energiebereich, wir haben ja noch Experten in der Regierung, dann hätte man das ja sehen können. Das ist ein öffentlich zugängliches Portal, auch wo die Daten herkommen. Also das heißt, die kann jeder in Deutschland einsehen. Und dann sehen wir 2022, März, der Speicher ist leer, komplett. Und das ist irgendwie das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Im Mittel haben wir noch 20-30%, wenn mal ein paar Speicher sind, ein bisschen voller. Aber natürlich die Situation, die entspanntere Situation, die wir halt hier vor 4-5 Jahren gehabt haben, haben wir momentan nicht, weil Russland natürlich schon vorgesorgt hat und uns hier richtig in den Schlamassel reingefahren hat. Und deswegen fällt uns das natürlich jetzt auch besonders stark auf die Füße. Das ist schon irgendwie total krass. Und es gab ja heute auch Neuigkeiten vom Herrn Habeck zum Thema Gas. Deutschland bereitet sich jetzt mit einer Frühwarnstufe vor auf mögliche Gasknappheit. Dafür stellt er jetzt einen Krisenstab zusammen. Was hältst du davon? Ja, das hatten wir ja auch schon im Chat als Fragen, die wir da gesehen haben. Ja, natürlich. Also in Deutschland... Endlich mal haben wir was gemacht, vorausschauen. Das heißt also, es gibt einen Stufenplan, den man hier auslöst, wenn es Probleme mit der Gasversorgung gibt. Erstmal ein Frühwarn und dann gibt es halt weitere Notfallpläne, wenn wirklich mal eine Gasversorgung dann gestört sein sollte. Und dann hat man sich auch schon vor längerer Zeit Gedanken gemacht. Das ist ja schon mal gut, dass man jetzt nicht wie bei Corona, wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, sich überlegt, was muss ich überhaupt tun. Das heißt also, das ist erstmal angelegt. Herr Habeck hat die erste Stufe ausgerufen, also eine mögliche Störung des Gassystems. Das heißt, momentan haben wir noch alles safe. Also Russland liefert ja noch, also zumindest mal die bestellten Mengen. Das reicht nicht, um die Speicher voll zu machen, aber unsere Gasversorgung aufrechtzuerhalten. Also eine Störung ernster Natur gibt es noch nicht. Aber Russland hat natürlich angekündigt,
den Gashahn zuzudrehen. Und wenn die das machen, dann kann es natürlich hier schnell zu Problemen gehen. Und da gibt es dann Notfallpläne, wenn es dann nicht mehr reicht, wer dann zuerst abgeschaltet werden soll. Kann der denn einfach jetzt so schnell den Gashahn zudrehen? Ist das überhaupt möglich? Schwierige Frage. Also erstmal natürlich kann man die Pipeline schon relativ schnell abdrehen. Wir haben ja gesehen, es gibt ein ganz großes Pipeline-Netz. Ich kann das erstmal woanders hinlenken. Das ist in den letzten Jahren schon häufiger passiert, dass man also, wenn es Ärger mit der Ukraine gab, dass man die Pipeline dicht gemacht hat und dann durch die andere das geschickt hat. Also solche Spielchen, die gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Nur da hat man einfach nur die Transportwege so ein bisschen verlagert. Aber wenn jetzt ganz Europa, also wenn Deutschland alleine aussteigt, na gut, dann wird das halt umgeleitet und dann geht das halt nach Südeuropa oder sonst irgendwo. Also das sollte man, muss man, wobei der deutsche Anteil natürlich mit Abstand der größte ist. Also das macht auch schon Sinn, drüber nachzudenken. Aber wenn jetzt ganz Europa aussteigen würde, dann hat er natürlich ein Problem, weil er für das Gas keine Abnehmer erstmal findet. Und dann hat man natürlich die Frage, kann das nicht China übernehmen? Ja, zum Teil natürlich, aber nicht alle Gasfelder sind mit Pipelines angeschlossen, die auch nach China gehen. Das heißt also, dieses Gas kriegt er nicht los. Was macht er dann damit? Das ist natürlich die Frage. Also kann er zwischenpuffern, versuchen, was da rauskommt, die einen oder anderen Hahn abdrehen. Bei einigen Quellen klappt das vielleicht nicht. Dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, das Gas einfach abzufackeln oder sogar ungenutzt in die Atmosphäre. Das natürlich für den Klimaschutz eine Katastrophe wäre, wenn also Methan, was 84 Mal so schädlich ist wie Kohlendioxid in die Atmosphäre, abgelassen wird. Also das ist ja auch noch ein Schreckensszenario, was passieren kann. Also das heißt, wenn Russland uns nicht beliefern will, kann das natürlich das tun. Also das heißt, die kriegen den Gasfluss gestoppt und dann kommt auch nichts mehr bei uns an. Und wenn das Russland möchte, geht das natürlich relativ schnell. Aber die hätten natürlich auch einen gigantischen Ausfall. Und nun, wenn man die Analysten fragt, macht Russland das oder macht Russland das nicht? Der eine sagt, ja, Putin ist so verrückt, dem ist alles zuzutrauen. Und die anderen sagen, nee, Russland kann auf das Geld nicht verzichten. Deswegen wäre es sinnvoll, wir machen das Embargo. Deswegen ist da noch alles offen, aber man muss mit allem rechnen jetzt, ganz klar. Und deswegen ist es sinnvoll, dass Herr Habeck erstmal hier die Frühwarnstufe ausgerufen hat. Okay. Und was haben wir jetzt eigentlich noch für Optionen, zum Beispiel, um das Gas aus Russland zu ersetzen? Herr Habeck verhandelt ja jetzt über den Import von LNG aus verschiedenen Ländern. Wie siehst du diese LNG-Geschichte? Ja, auch hier habe ich mal LNG, dass alle wissen, was das überhaupt ist. LNG, das ist Liquid Natural Gas, das heißt also flüssiges Gas, Flüssiggas. Meine Tochter hat schon gesagt, das ist eigentlich ja, ein Widerspruch an sich. Es gibt die Aggregatzustände flüssig und gasförmig. Also Flüssiggas ist ja, etwas, was eigentlich irgendwie keinen Sinn macht. Also es ist verflüssigtes Gas. Wir reden halt von Gas, das ist Erdgas. Und wenn wir dies halt und auf tiefe Temperaturen bringen, dann wird es flüssig. Und dann haben wir also Gas, was dann flüssig ist. Dafür brauche ich aber für den Transport Spezialschiffe. Hier sehen wir einfach mal eins im Bild. Und diese Schiffe, die gibt es natürlich auch nur in begrenzter Anzahl. Also Deutschland hat ja Pipeline-Gas bezogen. Die brauchten diese Schiffe bislang nicht. Die hat man für andere Transportwege eingesetzt, für Länder, die keinen Pipeline-Anschluss haben. Da wurde das halt über solche Flüssiggastanker geliefert. Und ja, das ist natürlich erstmal der Plan B, wenn wir wissen, dass die Niederlande über die Pipelines nicht viel mehr liefern können, auch nicht wollen, Norwegen nur begrenzt aufdrehen kann, müssen wir natürlich jetzt einen Plan B suchen und der wäre einfach wirklich den Seeweg, das geht natürlich auch am schnellsten, eine neue Pipeline nach Algerien zu bauen, das dauert natürlich 10 Jahre, also insofern, das hilft uns erstmal nicht aus der Patsche, das wäre der schnellste Weg und deswegen müssen wir wohl diesen Weg auch gehen, obwohl der aus Klimaschutzsicht nicht so dolle ist, weil für den Klimaschutz ist auch Flüssiggas noch mal schädlicher als Erdgas. Aber wir brauchen doch auch die Terminals und wir brauchen auch die Schiffe und die kriegen wir doch auch nicht jetzt so schnell bei. Ja, also Schiffe, na klar, also die liegen jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Hafen, 100 Stück, und dann kann man einfach sagen, hey, ich hätte die mal gerne ausgeliehen. Die sind natürlich größtenteils im Einsatz. Zu Corona-Zeiten wäre es nicht so ein Problem gewesen. Vielleicht hat deswegen Putin auch noch gewartet mit dem Krieg. Weil da natürlich die Gasnachfrage international nicht so groß war. Da hätte man auch schneller solche Schiffe akquirieren können, aber die Wirtschaft brummt wieder einigermaßen. Und deswegen fragen andere Länder auch Gas nach. Also die Schiffskapazitäten sind schon mal erstmal sehr begrenzt. Insofern ist es schon clever, dass Habeck erstmal nach Norwegen entsprechend geschaut hat. Da kann ich natürlich mit einem Schiff, weil die Strecke nicht so weit ist, wesentlich schneller größere Mengen transportieren, als wenn ich das jetzt immer aus Nigeria oder sonst irgendwo herhole. Also dann muss man natürlich gucken, wie kriege ich das Gas nach Deutschland. Also es gibt Spezialschiffe, wo ich das Gas dann ablassen kann. Also dann lege ich irgendwo
ja, nicht ein Terminal, sondern das, lasst das dann halt über so ein Rohr, speist es ins Pipeline-Netz ein, aber das ist auch nur bedingt möglich. Der übliche Weg ist, es gibt spezielle Entladeterminals, LNG-Terminals, und davon haben wir in Deutschland keins. Das heißt, wir könnten das Gas jetzt in die Nachbarländer bringen, Belgien, Niederlande, dort über die LNG-Terminals abladen und dann über das europäische Pipeline-Netz nach Deutschland transportieren. Wenn ich das übers Jahr verteilt mache, in den Gasspeichern zwischenspeichere, kann man natürlich da auch versuchen, eine einigermaßen sichere Gasversorgung aufzubauen. Vorausgesetzt, ich kriege halt diese großen Mengen über Schiff bei, und das könnte natürlich in den nächsten halben Jahren nicht so einfach klappen. Okay, was sollten wir denn jetzt deiner Meinung nach unternehmen? Gute Frage. Also natürlich, Herr Habeck tourt jetzt irgendwie widerwillens irgendwie durch die Lande zu allen anderen Autokraten und versucht erstmal Verträge abzuschließen, Gas beizukriegen. Ich glaube, klar, muss man machen. Also man muss ja damit rechnen, dass wir einen kompletten Gasstopp von Russland bekommen und der die nächsten 10 Jahre bestehen bleibt. Zumindest mal ist das ein mögliches Szenario, und für den Fall müssen wir vorbereitet sein. Ich finde aber schade, dass wir nicht die erneuerbaren Energien aufdrehen. Zuerst hätte ich gesagt, okay, wir versuchen erstmal alles zu akquirieren. Über Nacht konnte Herr Scholz 100 Milliarden für die Bundeswehr. So, zack, bumm, Regierungserklärung, die gibt es. So, warum kann man dann auch nicht über Nacht sagen, okay, wir haben jetzt, die Hütte brennt, wir brauchen jetzt endlich eigene erneuerbare Energien, Solar-, Windenergie. Ja, da kommen irgendwelche Beschleunigungsgesetze nach Ostern. Warum erst dann? Ja, also das heißt, wir hätten sagen können, jede Solaranlage, jedes Windrad, was sich hier dreht, hilft uns natürlich in Deutschland, überhaupt die Importmengen zu reduzieren. Da geht natürlich in einigen Jahren jetzt kein Weltwunder, aber natürlich sollte man erstmal da aufdrehen, bevor man nach Katar fährt und versucht, das zu machen. Die Hausaufgaben werden wieder vernachlässigt und man versucht wieder von anderen Autokraten das Gas beizuholen. Fatal. Also insofern, da habe ich mich schon aufgeregt. Ja, und vor allen Dingen müssen wir ja jetzt auch uns endlich mal von der Öl- und Gasheizung verabschieden und das Verbrennerauto verbieten, oder? Nächster Punkt, genau. Also in den Ölpreiskrisen, hatten wir schon gesagt, als wir klein waren, na, da haben wir Priorität Nummer 1, Öl sparen. Ne? Es gab autofreie Sonntage, wo man in Deutschland, wie gesagt, nicht fahren konnte. Wir haben also wirklich massivst Öl eingespart. Es gab ganze Kampagnen, ich bin Energiesparer und sonst irgendwas. Priorität war auf Sparen. Hier ist Priorität auf weiter so. Man sagt, naja, die Leute sind mal, es gibt Appelle, also die Deutschen werden mal angehalten, möglichst weniger zu verbrauchen. Gut, ja, dann mal den Appell, bitteschön, also seid mal angehalten, möglichst weniger zu verbrauchen. Gut, der eine oder andere macht vielleicht was, aber wer dreht denn seine Raumtemperatur auf 16 Grad runter? Und dann bauen wir noch weitere Öl- und Gasheizungen ein. Das ist ja irgendwie das Schizophrene. In Dänemark hat man 2013 verboten, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen. Die Dänen lachen sich jetzt einen Wolf irgendwie, die haben keine 55% Abhängigkeit von Russland. Wir haben munter, wir haben immer gesagt, Leute, alleine aus Klimaschutzgründen müssen wir weg von der Öl- und Gasheizung. Wir dürfen die nicht mehr einbauen, haben wir munter gemacht, wir haben sie ja noch subventioniert. Das Erste, was die Bundesregierung macht, ist, wir streichen jetzt erstmal die Subventionen für den Einbau neuer Gasheizung. Wir müssten sofort, gut, jetzt sind einige Aufträge schon ausgelöst, sofort geht das wahrscheinlich nicht, aber wenigstens zum 01.01.2023 einen Einbaustopp für Öl- und Gasheizungen verhängen. Das wäre das Mindeste, was man in dieser Situation machen kann, bevor ich versuche, irgendwie aus Katar über Umwege Flüssiggastanker zu organisieren. Was ist die Alternative? Können wir auch mal gucken. Und das habe ich mal hier vorbereitet. Wer hier eine Gasheizung hat, im unsanierten Altbau, 30.000 Kilowattstunden Gas. Strom ist 4.000 bis 5.000, da sehen wir also, welche gigantischen Mengen da verbraucht werden. 16.500 kamen letztes Jahr noch aus Russland. Bisschen weniger geworden, aber die gleiche Größenordnung haben wir hier. Wenn wir das Gebäude jetzt dämmen, erstmal auch wichtig, Energie sparen. Also alles, was wir jetzt machen können, erstmal sparen. Also versuchen, Gebäude einpacken, bessere Fenster rein, nicht so stark lüften, können wir später nochmal drauf eingehen. Kommen wir aber trotzdem vielleicht auf die Hälfte runter, wenn wir uns da viel Mühe geben. Und das ist schon mal gut. Aber jetzt sehen wir, was wir technisch machen können. Und deswegen empfehlen wir eigentlich schon seit Jahren das Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen. Allein auch, um die Menschen vor diesen abartigen Öl- und Gasrechnungen zu schützen. Wir gehen nämlich dann auf die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist eine elektrische Heizung. Und da nehmen wir Strom. Also drei Teile Gas kann ich durch eine Teil Strom ersetzen. Also ich brauche nur noch ein Drittel der Menge, weil die Wärmepumpe ist so clever. Wir nutzen Umgebungswärme da zusätzlich. Und deswegen kann ich mit einer Wärmepumpe mit einem Drittel der Energie auskommen. Das heißt, ich ersetze drei Teile Gas durch ein Teil Strom. Nun ist der Strom nicht nur grün, klar. Wir haben also auch ein paar Kohle- und Gaskraftwerke. Auch da kommt Kohle und Gas aus Russland. Ich habe es auch mal ausgerechnet, im letzten Jahr etwa 3000 Kilowattstunden, aber nur noch ein Drittel. Das heißt, wer die Gasheizung jetzt rausschmeißt und eine Wärmepumpe einbaut,
und grauen Netzstrom macht, geht auf ein Drittel runter. Und wenn ich dann noch eigenen grünen Strom habe, dann habe ich gar kein Öl und kein Gas mehr aus Russland. Und deswegen muss da der Weg hingehen, und zwar jetzt möglichst schnell. Ja, ich finde das auch so krass, weil wir haben ja, also man sieht hier dran ja auch, wie wichtig irgendwelche Rahmenbedingungen sind. Und wir hatten ja immer diese Freiheitsdiskussion, ja, oh Gott, wir können keine Rahmenbedingungen schaffen, weil wir dann die Freiheit einschränken und so weiter. Aber wir haben uns da ja jetzt richtig in den Mist manövriert, sage ich mal, und uns eigentlich die Freiheit total genommen. Und es wäre so viel freier gewesen, wenn wir diese Rahmenbedingungen gehabt hätten und dann eben auch die Verbraucher geschützt hätten vor so einem. Doch, wir haben doch jetzt die Freiheit, 2 Euro für Liter Heizöl auszugeben. Ja, die Freiheit hat man sich jetzt gewählt. Ja klar, also wer das unbedingt wollte. Ich meine, wir haben, wie gesagt, vor Jahren schon gewarnt, macht einen Einbaustopp für die Öl- und Gasheizung wie in Dänemark. Das ist ja auch mit der FDP ganz schwer durchzusetzen. Im Koalitionsvertrag ist das nur so ein bisschen verschwurbelt. Auch kein Einbaustopp, sondern irgendwie ein 60%-Anteil erneuerbarer Energien. Warum kann man da jetzt nicht in dieser Krise diesen Einbaustopp endlich mal verhängen? Ich verstehe es nicht. Also was ist dann die Freiheit, die die FDP haben will? Dass die Leute hier abartig hohe Energiepreise in den Krisen zahlen. Das ist die Freiheit, die wir gewählt haben. Wir haben technische Alternativen mit Strom, den wir aus erneuerbaren Energien in Deutschland erzeugen können. Warum schreiben wir das nicht vor und schützen die Menschen nicht davor? Die sind ja auch irgendwo, ich will dir gar nicht sagen, dass alle da draußen selber schuld sind, ne? Also wenn das der Standard ist, die Handwerker, die empfehlen das und alle sagen, ja, und die Bauträger, Öl und Gas haben wir schon immer gemacht, lass den neuartigen Kram weg. Und dann kommt halt einfach dieses alte Heizungssystem rein. Und dann haben wir diese Probleme, die wir heute haben. Okay. Gut, wollen wir zu den Fragen übergehen? Ja, wir hatten ja noch ein paar andere Punkte zum Öl. Genau, denke ich. Da wollte man auch noch was dazu sagen. Aber wir können schon mal eine Frage einschieben. Wie groß müssen denn Energiespeicher in ganz Deutschland in der Zukunft sein, um sich nur noch mit Erneuerbaren versorgen zu können? Und wie lässt sich das finanziell überhaupt stemmen? Also ist eine spannende Frage. Wenn wir mit erneuerbaren Energien uns komplett versorgen, das ist eine gute Frage, weil die zu der Speicherfrage nochmal passt, dann haben wir wesentlich Sonne und Wind. Und wir alle wissen, nachts scheint keine Sonne und der Wind ist auch mal da oder mal nicht. Das heißt also, eine Energieversorgung nur mit Sonne oder Wind kriegen wir nur mit sehr, sehr großen Speichern hin. Wir müssen in etwa 3-4 Wochen mal überbrücken. Und nun kommt das Schöne, das können wir eigentlich mit den Gasspeichern machen. Ich hätte gesagt, die Gasspeicher sind momentan da, 3 Monate, roundabout 2-3 Monate, die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen. Wenn wir die gesamte Energieversorgung sicherstellen, ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber die Größenordnung, die wir haben an Gasspeichern, reicht aus, um praktisch hier Deutschland über eine windschwache, sonnenschwache Periode zu bringen. Und deswegen sehen unsere Szenarien dann vor, dass man also aus Überschüssen von Solar- und Windenergie, wenn jetzt wie zum Beispiel die letzten Wochen im März, wo richtig die Sonne gebrüllt hat und wir in Solarstrom ertrunken sind, da kann man natürlich dann aus den Überschüssen Gas erzeugen über Elektrolyse, also kein Gas mehr aus Russland, Solargas hier in Deutschland, dieses Gas in die Speicher packen und wenn dann jetzt, wie gesagt, ein Versorgungsproblem ist, wenn es wieder trübe wird, holen wir das wieder raus und die Gasspeicher, die wir haben, die reichen fast aus. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viele Speicher, wir brauchen nur den Link zur Solar- und Windenergie. Das heißt, wir brauchen jetzt Elektrolyseure, die also den Solarstrom in Gas umwandeln und wir brauchen noch mehr entsprechend Kraftwerke, die aber dann das regenerative Gas in Strom wieder zurück umwandeln können. Das müssen wir aufbauen. Und wenn wir dann noch die ausreichend solaren Windanlagen haben, die uns ja auch noch fehlen, dann können wir uns in Deutschland zu 100% Erneuerbaren versorgen. Okay, wir bleiben, glaube ich, mal beim Gas hier noch weiter. Ich habe hier noch eine Frage gerade eben reingekriegt. Wie viel Gas wird denn von Haushalten verbraucht im Vergleich zur Industrie? Hast du da Zahlen? Ja, also im Kopf ganz exakt habe ich sie nicht, aber ich sage immer so Drittel, Drittel, Drittel. Also das ein bisschen ist es verschoben. Also ein Drittel ist ungefähr so Heizen in den Häusern. Wir haben dann in der Industrie ungefähr ein Drittel und dann haben wir noch bei der Stromerzeugung, wo halt auch nochmal Gas vorhanden. Also das heißt, die Haushalte, ja, das ist erstmal durchaus ein großer Batzen. Stromerzeugung ist einer und dann in die Industrie. Und naja, klar, also die kritische Infrastruktur, wenn Gas abgeschaltet würden, die Haushalte sind die letzten, die abgeschaltet werden. Also insofern merkt man es da am wenigsten. Zuerst wird es die Industrie treffen. Aber natürlich ist natürlich auch das, was die Haushalte verbrauchen, viel. Und da kann man natürlich auch, wenn wir dort Sparprogramme haben, schon einiges machen. Bei der Industrie ist es teilweise nicht ganz so einfach, Gas zu ersetzen, weil auch das zum Beispiel für chemische Prozesse eingesetzt wird. Ja, ich brauche zum Beispiel Erdgas, um, was weiß ich, zum Beispiel Dünger herzustellen oder sowas. Das kann ich natürlich dann
kann man auch irgendwie mit Solarstrom, aber das ist ein bisschen komplizierter. Einfach eine Gasheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, ist da vergleichsweise easy dagegen. Okay. Was schätzen Sie, wie schnell können wir wirklich aktuell loskommen vom russischen Gas und wie viel LNG müssen wir bis dahin noch bestellen? Das ist auch eine interessante Frage, weil wir beim Gas, LNG, also das heißt, wir haben jetzt schon Verträge, nicht mit Katar, ich habe die Verträge nicht gesehen, aber es wurde gesagt, dass auch längerfristige Lieferverträge mit LNG abgeschlossen werden. Das heißt, auch hier werden wieder Abhängigkeiten zementiert. Also wir haben empfohlen, dass wir für den Klimaschutz und für das Einhalten der Klimaschutzziele hier in Deutschland möglichst spätestens 2035 klimaneutral werden sollen. Das ist in 13 Jahren. Das heißt also auch die Szenarien, die sind schon ambitioniert, aber das hat man durchaus noch als machbar angesehen, dass wir hier in 13 Jahren aus den Fossilen rauskommen. Diese Zeit brauchen wir aber natürlich noch Gas. Ob wir die ganze Zeit LNG brauchen, weiß ich nicht. Ich meine, das Letzte, was wir abschalten, ist wahrscheinlich das norwegische Pipeline-Gas. Also insofern wird das LNG wahrscheinlich schon vorher nicht mehr gebraucht werden. Aber klar, also Gas ist eigentlich in den ganzen Planungen der letzte Energieträger, weil wir ja auch den durch erneuerbares Gas irgendwann ersetzen. Also Gas ist der Energieträger, der eigentlich am logischsten ist, in der Energiewende als letztes abzuschalten. Und diese Russland-Krise kommt eigentlich für die Energiewende so ziemlich ungelegen, weil eigentlich das Gas der Energieträger ist. Eigentlich ist es sinnvoll, zuerst aus der Kohle rauszugehen, dann aus dem Öl, dann aus dem Gas. Jetzt müssen wir die Reihenfolge ein bisschen vielleicht verändern, aber ganz lässt sich das nicht machen. Aber wir müssen halt einfach gucken, dass wir noch schneller rausgehen. Aber viel schneller als 10 Jahre, dass wir uns komplett aus dem Gas lösen, halte ich eigentlich, glaube ich, für nicht realistisch. Also das müssen wir schon haben. LNG, wie gesagt, wahrscheinlich schon vorher, weil wir dann zum Schluss dann das norwegische Pipeline-Gas ersetzen können. Okay, ich habe hier, das ist nicht direkt eine Frage, aber ein Kommentar, zu dem du bestimmt auch noch was sagen möchtest. Lieber Erdgas aus Russland als klimaschädliche Kohle und Erdöl. Zudem ist das Erdgas aus Russland nicht unmoralischer als das aus USA. Ja, das ist eine heiße Diskussion, die wir hier entsprechend führen. Also erstmal zum Klimaschutz muss man sagen, Gas ist gar nicht so klimafreundlich, wie immer suggeriert wird. Wenn wir Gas verbrennen, entsteht wesentlich weniger CO2 als bei Kohle, also etwa die Hälfte, wenn wir uns im Kraftwerk angucken. Wir müssen allerdings noch die Methanleckagen berücksichtigen. Das heißt also, bei der Förderung von Gas entsteht Methan. Das heißt also, da wird einiges einfach, gibt es Lecks in den Pipelines, da wird bei der Förderung ein bisschen was abgeleitet und so weiter. Und Methan ist ein über 80 Mal so schädliches Treibhausgas über 20 Jahre gerechnet wie Kohlendioxid. Und wenn ich jetzt einfach das mit einbeziehe und sage, es gibt noch eine gewisse Menge an Leckagen, dann sieht es so aus, also ab 3% Methanverlusten ist Gas nicht mehr besser als Kohle. Und es ist schwer, Daten zu bekommen. Also gerade in Russland gibt es einige marode Pipelines, wo andere sind wahrscheinlich ein bisschen besser. Das Fracking-Gas in den USA hat halt auch einen großen Effekt und deswegen ist Gas auch relativ klimaschädlich, das muss man ganz klar sagen. Die Kohle ist zumindest mal bei der Verbrennung deutlich klimaschädlicher, aber die Kohlekraftwerke, die passen halt auch nicht gut in die erneuerbare Energieversorgungsstruktur rein. Das heißt, wir haben in Deutschland im Wesentlichen Braunkohlekraftwerke, ein paar Steinkohlekraftwerke. Die Braunkohlekraftwerke lassen sich nicht perfekt regeln. Sie sind irgendwo eigentlich auch eher Ballast als Nutzen für die Energiewende. Und deswegen macht es einfach aus energiepolitischen Gründen Sinn, aus der Kohle rauszukommen. Und bei dem russischen Pipeline-Gas wäre die CO2-Bilanz auch ein bisschen besser gewesen. Wenn man jetzt die Reihenfolge umdreht, aber dafür vielleicht 3-4 Jahre schneller noch klimaneutral ist, ist dem Klima wahrscheinlich auch etwa der gleiche Nutzen getan. Also insofern muss man das sehen. Aber wie gesagt, Braunkohle sehe ich in 3 Jahren auch nicht, weil wenn wir munter Solar- und Windenergie ausbauen, dann passt das nicht zusammen. Also wir brauchen schnelle, flexible Kraftwerke und das sind eigentlich Gaskraftwerke. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig, einfach zu sagen, naja, wir lassen jetzt die Kohle länger weiterlaufen. Über das Jahr 2030 hinaus sehe ich technisch nicht, dass das klappen wird. Das ist so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion, ähnlich wie bei der Kernenergie. Wir haben, wie gesagt, die Kraftwerke, die Erneuerbaren, die wir ausbauen wollen und die Schwankungen, die muss ich irgendwie ausgleichen und da sind Kohlekraftwerke eher schädlich als nützlich. Gut, schauen wir mal nach der nächsten Frage. Bis zu welcher Temperatur macht in der Industrie der Einsatz einer Wärmepumpe Sinn? Spannend. Also Wärmepumpen sind eigentlich, sagt man, für niedrige Temperaturen gedacht. Also das heißt, wenn ich auch jetzt zu Hause eine Wärmepumpe einsetzen will,
Also es gibt immer das Gerücht, im Altbau geht das nicht, das ist falsch. Also man braucht jetzt nicht ein perfekt gedämmtes Haus mit einer Fußbodenheizung, aber je niedriger die Temperaturen sind, desto effizienter ist die Wärmepumpe, desto weniger Strom brauche ich. Und bei einer Gebäudeheizung sagt man so 50, 55 Grad Temperatur, Vorlauftemperatur für die Heizkörper, also auch so normale Radiatoren, diese schönen Heizkörper, die an der Wand hängen, die kann man mit einer Wärmepumpe betreiben, sollte aber halt nicht heißer sein als 50 Grad. In der Industrie gibt es mittlerweile Industriewärmepumpen, die deutlich höhere Temperaturen schaffen. Das heißt also, da nutzt man eventuell auch andere Wärmequellen, Abwärme aus den Industrieprozessen, setzt die dann wieder hoch, dann geht das schon mal ein bisschen besser und man kann Wärmepumpen auch kaskadieren, hintereinander schalten. Hier in Berlin ist jetzt gerade fürs Fernwärmenetz eine Wärmepumpe an den Start gegangen, die kann bis zu 120 Grad schaffen und im industriellen Prozess gibt es auch Wärmepumpen, die noch ein Stückchen weiter kommen. Aber natürlich 700, 800 Grad schaffe ich mit einer Wärmepumpe nicht. Das kann ich entweder mit Direktstrom machen, dass ich einfach einen Heizstab nehme. Also das ist dann auch die Alternative, wenn der mit Solar- und Windstrom betrieben wird, auch okay. Oder dann halt Wasserstoff als Alternative. Aber das sind halt die Hochtemperaturprozesse, die haben wir auch in Deutschland, aber die spielen natürlich sind jetzt nicht irgendwie 50%. Aber da kommt man an solchen, am Gas wahrscheinlich eine Zeit lang nicht vorbei. Und künftig kann man, wie gesagt, auf Elektroheizungen umstellen. Okay, wenn wir jetzt alle Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzen könnten und diese mit Strom betreiben würden, würde der Gesamtgasverbrauch deutlich sinken? Wenn wir, ja, natürlich, klar. Also wenn wir die Gasheizung durch die Wärmepumpen ersetzen, dann müssen wir natürlich zusätzlich die erneuerbaren Energien ausbauen. Also Sonne und Wind muss natürlich ausgebaut werden. Und dann haben wir erstmal einen sehr, sehr hohen Anteil von Solar- und Windstrom. Das heißt, wir werden bei den Wärmepumpen 70-80% des Stroms direkt aus den Solar- und Windanlagen haben. Dann gibt es natürlich 20% der Zeit, wo es eigentlich nicht ausreicht. Und da werden wir auch irgendwann mal solche Gasreservekraftwerke anschmeißen. Die haben natürlich auch einen mäßigen Wirkungsgrad. Der liegt aber 50-60%. Die Wärmepumpe setzt das dann mal wieder mit dem Faktor 3 nach oben, weil wir 2/3 Umgebungswärme haben. Die Energiebilanz ist auf alle Fälle besser als mit der besten Gasheizung. Also insofern energetisch und vom Energiesparen spricht alles für die Wärmepumpe. Wenn es technisch irgendwie geht, baut eine Wärmepumpe ein. Die Gasheizung und dann auch mit Wasserstoff, den ich auch noch mit vielen Verlusten herstellen muss, der irre teuer sein wird, ist nicht die Alternative. Okay, könnte man nicht neue Windkraftprojekte genehmigungsrechtlich anderen Infrastrukturprojekten wie Straßen und Bahnlinien gleichstellen und so ihre Umsetzung erleichtern? Na, man muss das sogar beschleunigen. Wir haben jetzt eine Krise und da können wir jetzt nicht 10 Jahre planen und genehmigen, bis eine Windkraftanlage dabei ist. Eine Windkraftanlage steht 20 Jahre und 10 Jahre brauche ich vorher, also bis zu 10 Jahre ist ja nicht immer der Regelfall, aber die Fälle gibt es wirklich, bis man eine Windkraftanlage gebaut hat. Also teilweise geht es schneller, eine Munitionsfabrik genehmigt zu kriegen, als eine Windkraftanlage. Und das ist ja absurd. Wir haben eine Krise und dann muss jetzt irgendwie von der Genehmigung bis zum Stand, das darf ein Jahr dauern und dann muss die Windkraftanlage irgendwie am Netz sein. Das heißt, wir müssen hier wirklich versuchen, so viel Tempo, wie es irgendwie geht, reinzubringen. Und natürlich können wir da nicht mehr rumeiern mit irgendwelchen Genehmigungsverfahren und und auch nicht mehr Eulen zählen. Also natürlich muss man auf den Naturschutz gucken, das ist vollkommen klar. Aber ich kann ja nicht drei Jahre lang nach irgendwelchen Feldhamstern gucken, bevor ich irgendwie hier ein Energieproblem habe, das Klimaproblem anheize. Sondern man muss natürlich gewisse Naturschutzgebiete, das war auch eine Idee, ausweisen, wo man sagt, also es gibt Gebiete, wo einfach die Natur geschützt ist, wo keine Windkraftanlagen hingehen. Und in anderen Gebieten gibt es einfach beschleunigte Verfahren, damit wir einfach schnell die Kapazitäten schaffen. Alles andere macht uns ein Problem bei den Abhängigkeiten mit Putin von Öl und Gas und feuert natürlich auch die Klimakrise an. Also die Arten, die wir dann da schützen wollen, wenn die Klimakrise kommt, die werden eh alle aussterben. Also insofern müssen wir gucken, dass wir die Windkraftanlagen an den Start kriegen. Okay, ich habe hier noch eine Frage. Ich glaube zwar, dass du da vorhin eigentlich schon ganz viel zu gesagt hast, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Vielleicht können wir da noch was ergänzen. Welche Auswirkungen hätte ein Gasembargo auf Russland? Also wenn wir jetzt ein Gasembargo machen, also denke mal schon, dass es massivste Auswirkungen hat. Also Russland weiß erstmal nicht, wohin mit dem Gas. Ein Teil kann man nach China umleiten, die werden das auch irgendwie abnehmen, aber nicht die ganze Menge. Die Zahlungen bleiben aus. Das sind ja dann also gigantische Mengen. Also wie gesagt, 20 Milliarden allein letztes Jahr. Also das sind über 1 Milliarde im Monat, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wenn man so guckt, es gab jetzt jüngst eine Zahl, wie viel bei den Sanktionen hier auf den Banken eingefroren wurde. Wir haben ja dann irgendwie Sanktionen und Geld hier beschlagnahmt und eingefroren. Das waren in Deutschland unter 100 Millionen. Ja, also das heißt, das sind lächerlich kleine Summen, die wir hier beschlagnahmt haben, im Vergleich zu dem, was wir da täglich überweisen.
Also für Öl und Gas überweisen wir es, glaube ich, pro Tag momentan so um die 80 Millionen an Russland. Gas, also es verteilt sich natürlich auf Öl und Gas, aber das sind halt einfach große Mengen. Das heißt also, in 2, 3 Tagen überweisen wir so viel, wie hier insgesamt an russischem Geld beschlagnahmt wurde. Und deswegen trifft das natürlich in einer ganz anderen Dimension als die Sanktionen, die wir bis jetzt gehabt haben. Okay. Du hattest aber auch noch was vorbereitet, wie man den Ölverbrauch senken kann. Da gab es ja jetzt auch Vorschläge. Da hattest du eine Folie noch. Genau. Also das Erste, was wir hier nochmal uns anschauen wollen, hier habe ich mal die Schlagzeilen von Greenpeace. Die haben vor ein paar Tagen auch, das ist schon 2, 3 Wochen her, eine Studie rausgebracht, wo man Empfehlungen gemacht hat. Tempolimit, Homeoffice, autofreie Sonntage, so will Greenpeace den Ölverbrauch senken. Nun ist Greenpeace, sage ich mal, bei den sehr konservativen Kräften, also CDU oder FDP, nicht ganz so beliebt. Deswegen habe ich nochmal eine andere Organisation rausgesucht, die IEA, das ist die Internationale Energieagentur. Das ist eine Agentur, die wirklich von den Industrieländern geschaffen wurde, um Öl und Gas zu beobachten und Empfehlungen zu machen. Also die ist wirklich hoch anerkannt. Und was sehen wir dort in Englisch? Ich übersetze mal Nummer 1, Tempolimit. Internationale Energieagentur. Liebe Regierung, die Internationale Energieagentur empfiehlt ein Tempolimit. Sie empfiehlt auch 3 Tage weiterhin pro Tag, pro Woche mindestens Homeoffice zu machen. Und autofreie Sonntage, zumindest mal in den Großstädten. Also das sind die Empfehlungen sowohl von den Umweltorganisationen als auch von der IEA. Und wir kommen auf die Idee, einfach den Ölverbrauch zu stützen. Machen wir es wie in den 70er Jahren. Gucken wir, dass wir mit dem Öl- und Gasverbrauch runterkommen, weil das stützt natürlich auch die Preise. Wir können jetzt subventionieren auf Pump, ja, die Sparbücher unserer Kinder plündern, um Öl und Gas im Prinzip zu subventionieren. Oder wir können einsparen. Natürlich, wenn die Nachfrage sinkt, geht auch der Preis wieder runter. Dann kann man mit der strategischen Ölreserve noch ein bisschen spielen. Das wäre wesentlich cleverer gewesen als das, was momentan passiert. Gibt noch einen Haufen andere Maßnahmen, aber das wären so auch die ersten 3. Und die sollte man jetzt besser gestern als heute einführen. Wir haben eine Krise und nicht mal das bekommen wir hin. Wir wollen weiter 180 auf der Autobahn fahren. Und wenn wir feststellen, dass das teurer geworden ist, schreien wir nach dem Staat und sagen, okay, nimm neue Schulden auf. Das ist ja kein Geld, was irgendwo da rumliegt, das unsere Kinder wieder zurückzahlen müssen, damit wir jetzt weiter mit dem Porsche 180 auf der Autobahn fahren können. Also ich sehe es, verstehe es nicht. Okay, ich habe hier noch einen Kommentar. E-Fuels werden unter 5 Euro pro Liter nicht zu haben sein. Da ist Putins Öl noch immer die billigere Alternative. Ja, natürlich. Deswegen haben wir auch schon empfohlen, also 2016 haben wir schon die erste Studie rausgebracht, wo drin steht, wir empfehlen ein schnellstmögliches Verbot oder Zulassungsverbot für neue Benzin- und Dieselautos. Wir haben das Problem der Abhängigkeit, der explodierenden Öl- und Gaspreise, die 2 Euro. Ja, wir warnen davor, aber alle kaufen sich immer noch größere Autos. Das ist irgendwie eine Sache, die man eigentlich hätte sehen können. Und nun haben wir im letzten Wahlkampf gesehen, naja, der Diesel hat ja auch noch Zukunft, weil wir können ja E-Fuels herstellen. Das heißt, wir können dann aus Solar- und Windstrom Wasserstoff erzeugen und dann machen wir noch ein bisschen mehr Chemie, ein bisschen Kohlenstoff dazu. Und irgendwann haben wir dann wirklich synthetisches Diesel und synthetisches Benzin, was also dann das Öl aus Erdöl hergestellte Benzin und Diesel aus Russland ersetzen kann. Nur das ist halt irre aufwendig. Ich habe irre Verluste dabei und das wird nochmal teurer sein, vollkommen richtig, ob das nun 5 Euro oder 3 Euro den Liter kostet. Also das werden so die Preise sein, an die wir uns gewöhnen müssen. Aber dann ist doch bitteschön nicht Erdöl aus Russland die bessere Alternative. Dann ist das also erstmal gar kein Auto, ist sowieso die billigste Lösung im Schnitt. Ich habe mal nachgeguckt, arbeiten die Leute etwa einen Monat im Jahr fürs Auto. Ja, also das muss man einfach so sehen. Also da geht sowieso, wir müssen ja die Anschaffungskosten und irgendwie dann Versicherungen, Steuern, alles muss ich damit reinbeziehen. Also das heißt, da geht schon mal richtig viel Geld rein. Gar kein Auto. Wir haben auch einige Jahre in Berlin kein Auto gehabt. Das waren dann mit öffentlichen und mit Fahrrad bin ich wesentlich preiswerter. Und wenn ich ein Auto brauche, dann natürlich das Elektroauto. Es gibt mittlerweile Elektroautos, die ich abzüglich der Förderung für 10.000 Euro bekommen kann. Ja, also das heißt, das funktioniert. Und der Stromverbrauch, ja, also der ist etwas günstiger. Also wenn ich das mit dem russischen Öl verbrauche, bin ich etwa halb so teuer unterwegs. Und wenn wir das wie wir machen, mit einer eigenen Solaranlage das Elektroauto betanke, wir zahlen ungefähr, was sind das denn, 15 Cent. Also das ist etwa ein Fünftel, ein Sechstel von dem, was ich irgendwie für ein Benzin- und Dieselauto ausgebe. Also dann, wir brauchen kein russisches Öl, wir brauchen Alternativen. Die Alternativen sind weniger Autos, mehr öffentlicher Verkehr, mehr Fahrräder. Und wenn ich ein Auto brauche, dann das Elektroauto, möglichst mit der eigenen Solaranlage oder halt auch mit Solarstrom aus dem Netz. Das ist allemal die billigere Lösung. Okay,
Woran liegt es eigentlich, dass die Stromproduktion aus Biomasse seit Jahren bei etwa 5 Gigawatt herumdümpelt bzw. sogar leicht stagniert? Beim Blick auf die Daten gewinnt man den Eindruck einer Deckelung. Ja, also wir haben in den 90er Jahren massiv die Biomassenutzung in Deutschland ausgebaut. Biomasse ist ja das, was so nachwächst, also Bäume, irgendwelche Pflanzen, Raps. Da machen wir dann aus Rapsöl Diesel, Biodiesel raus oder aus Getreide machen wir dann Ethanol draus. Bisschen fragwürdig jetzt mittlerweile, nicht? Also Getreide zu verwenden, um Auto zu fahren, wenn wir wissen, dass die Getreidepreise gerade explodieren und in vielen Teilen der Menschen die Welt. Die UNO, die warnt derzeit davor vor Hungersnöten weltweit in massivstem Ausmaß. Und wir mischen jetzt dem Sprit irgendwie Biosprit bei, damit die Preise einigermaßen stabil bleiben. Der Anteil ist relativ klein. Wir mischen etwa 5% bei. Und viel mehr geht einfach nicht, weil die Äcker viel zu klein sind. Also, ich habe mal ausgerechnet, wenn wir sämtliche landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland hernehmen, um Biodiesel anzubauen, reicht das nicht für alle Autos? Wir hätten nichts mehr zu essen und können trotzdem nicht mehr alle Autos betanken. Also insofern ist das, wie gesagt, keine Alternative. Lasst das mit dem Biosprit. Das kann man einsetzen in Spezialfahrzeugen, was weiß ich, in landwirtschaftlichen Fahrzeugen, für den Traktor, für den Mähdrescher oder für sonst irgendwie, wo man keine Alternative hat, schnell auf Elektroantriebe umzurüsten. Aber wenn wir einen besseren Weg haben, weg mit dem Benzin- und Dieselantrieb, rein mit dem Elektroantrieb, das ist auf alle Fälle besser. Die Biotreibstoffe, die essen wir lieber auf. Okay, Frau Graben. Knickt das Stromnetz nicht ein, wenn alle wirklich auf die Wärmepumpe umstellen? Also wenn alle jetzt natürlich gleichzeitig auf die Wärmepumpe umstellen, dann haben wir ein Problem, vollkommen klar. Also wir würden da zwar 30, 40% mehr Strom verbrauchen, da muss man natürlich auch entsprechend die Wege ausbauen. Das ist natürlich die Frage, wo der Strom herkommt. Also es gibt Häuser, die sehr gut gedämmt sind, die auch eine große Solaranlage haben, wo ein Großteil des Stroms vom eigenen Dach kommt. Da habe ich keine Leitungswege und wenn dann noch die Windkraftanlage vor dem Dorf steht, wo dann also im Bedarfsfall das herkommen kann und zentrale Speicher auch nicht weit sind, dann geht das. Bei Großstädten muss man natürlich schon schauen, wenn der Strom auch weiter herangeschafft werden muss. Also da müssen wir die eine oder andere Leitung schon ausbauen, vollkommen klar. Aber wir werden natürlich auch nicht über Nacht 20 Millionen Wärmepumpen einbauen können. Und das heißt, wenn man das parallel macht, also sehr schnell die Wärmepumpen einbauen und gleichzeitig gucken, dass der Strom auch. Wir müssen ja auch gleichzeitig die solaren Windräder ausbauen, sonst bringt das mit der Wärmepumpe natürlich auch nicht viel. Wie schätzt du das Szenario ein, wenn Deutschland sofort aus Öl und Gas aus Russland verzichten würde? Und wie schnell könnte idealerweise komplett auf Erneuerbare umgestellt werden? Also da gibt es ja sehr, sehr starke Diskussionen, aber Öl- und Gasembargo ja oder nein? Also ich habe da auch eine sehr, sehr klare Meinung dazu. Ich bin für ein sofortiges Öl- und Gasembargo. Das heißt, das sind auch Sachen, die andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilen. Wir sehen das auch von der Leopoldina, die das gesagt hat, also auch wissenschaftsnah. Scientists for Future hat sich auch dazu geäußert, dass also das eine gute Sache ist. Und wenn ich mich das nicht traue, dann wenigstens ein Ölembargo. Da hatten wir ja vorhin gesagt, Öl ist etwas einfacher als Gas. Also das ist das Mindeste, was man machen sollte, um Putin hier zumindest mal zum Einlenken zu treiben. Mit den paar lächerlichen Sanktionen, mit großen Scheunentoren, die da noch drin sind, die tun Putin zwar weh, aber man sieht, dass er vor den Gas Embargo doch immer wieder zurückzuckt. Also das heißt, es gibt immer eine Drohung aus Russland, die dann schon wieder ein, zwei Tage später relativiert wird. Also zahlt erstmal einen Rubel und dann heißt es, naja, jetzt aber dann doch nicht an dem Stichtag. Also insofern, da sieht man also, dass auch Russland hier sehr, sehr zögerlich ist. Also wenn Russland uns wirklich ärgern wollte, würden die sofort den Gashahn abdrehen. Aber da scheinen die auch irgendwo sehr, sehr große Bedenken zu haben. Das heißt, es wird Russland auch hart treffen. Und dann ist einfach die Frage, das ist natürlich eine Maßnahme im Ringkampf, ja. Also jeder versetzt einen Schlag und die Frage ist halt irgendwie, wer länger K.O. am Boden liegt. Und das wird natürlich ganz klar Russland sein. Wir können das deutlich länger abpuffern. Aber natürlich, wenn es ein Ringkampf wird, natürlich kriegen wir auch blaue Augen. Also das ist vollkommen klar. Kollegen aus der Wirtschaft sind sich nicht ganz einig, was das bedeutet. Also wir werden natürlich irgendwie auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, gerade wenn das Gas für die Wirtschaft fehlt. Und ja, die Szenarien unterscheiden sich zwischen einem Abschwung von 0,5 bis 6%. Das ist so die Bandbreite, was wir an Wirtschaftsleistung verlieren würden. 6% ist das, was wir bei der Weltwirtschaftskrise auch schon mal gehabt haben, also 2009. Das heißt also, das sind jetzt so Sachen, die jetzt auch jetzt nicht so dramatisch sind, dass wir da jahrzehntelange Massenarbeitslosigkeit haben. Es geht um einen Krieg in der Ukraine, wo mittlerweile mehr als 5 Millionen Menschen auf der Flucht sind, wo hier Städte zerbombt werden. Ja, und wir schaffen es nicht mal ein Tempolimit einzuführen. Und ja, und unsere Wirtschaft ist halt immer auch wieder wichtiger. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch erpressbar dadurch.
Jetzt hat Herr Habeck ja angekündigt, er versucht, in den nächsten 3 Jahren aus dem Gas rauszukommen. Ja, ein bisschen naiv, oder? Herr Putin sitzt jetzt im Kreml und sagt, oh ja, ich habe jetzt Scheiße gebaut, die Deutschen wollen jetzt mein Gas nicht mehr, muss ich jetzt wohl mit leben. Das heißt also, tschüss, die nächsten 3 Jahre, ich fahre jetzt langsam die Förderung runter und dann verabschiede ich mich halt da draus. Natürlich wird das nicht passieren. Also erstmal hat Russland Zeit, neue Abnehmer zu suchen. Und natürlich wird Russland dann auch, um uns zu piesacken, natürlich nicht zu dem Zeitpunkt aussteigen wie wir. Und es reicht ja auch, wenn Putin gar nicht komplett den Gashahn zudreht. Einfach mal eine Woche zu und dann wieder auf. Das sind so Sachen, die Deutschland massivst treffen würden, weil was wird natürlich machen? Der Gaspreis wird Ping-Pong spielen. Wir werden massivste Verwerfungen haben. Einige Energiekonzerne gehen pleite. Also alleine über das Spiel mit solchen Sachen kann Russland uns massiv schädigen. Und alleine, um auch uns hier aus der Schusslinie zu bringen, sollten wir rausgehen. Also es ist auf alle Fälle eine Sache, die wir machen sollten. Da war jetzt noch ein zweiter Teil. Ich habe zu lange geredet, weil ich das emotional angelangt habe. Genau, wie schnell man denn idealerweise jetzt komplett auf Erneuerbare umstellen kann. Naja, also es ist natürlich ein Kraftakt. Wir haben derzeit etwa 20% Erneuerbare. Wir warnen seit 20 Jahren, dass man das Tempo mal hätte verdreifachen sollen. Dann wären wir heute schon bei 60%, aber wir sind halt bei 20. Das ist einfach die Versäumnisse der letzten Regierungen. Und nun müssen wir halt von 20 auf 100 kommen. Wenn wir entsprechend einsparen und versuchen runterzukommen, hatte ich gesagt, 2035 ist wahrscheinlich ein realistisches Datum. Früher könnte schwierig werden, weil einfach wir brauchen dafür auch sehr viele Fachkräfte. Ne? Also wir müssen sehr viele Solaranlagen aufbauen, viele Windkraftanlagen, viele Heizungen austauschen. Und wir sehen es bei uns an der Hochschule oder bundesweit, der Trend, erneuerbare Energien an den Hochschulen, uns fehlen die Studierenden. Das heißt also, das Fachkräftepersonal ist jetzt schon knapp und es kommt auch kein Nachwuchs. Und das ist irgendwas, was natürlich die Energiewende ausbremst. Irgendjemand muss es aufbauen. Und da ist der Engpass. Und da müssen wir natürlich schauen. Das finde ich auch schade, dass jetzt zum Beispiel auch aus dem Wirtschaftsministerium keine Ausbildungsoffensive und irgendwas kommt. Ja, also man muss jetzt wie bei der Bundeswehr Anzeigen schalten. Leute, geht in die erneuerbaren Energien. Leute, macht Energiewende, damit wir hier rauskommen, weil das Personal fehlt überall. Wenn wir den Personalengpass beseitigt kriegen, warum auch nicht in 8 oder 10 Jahren? Aber das ist die Achillesferse. Also ich denke mal, 2035 ist realistisch. Alles andere, da muss schon wirklich alle an einem Strang ziehen und ein paar kleine Wunder passieren. Wie langfristig sind die neuen Gaslieferungen, die Habeck ausgehandelt hat? Wir müssen in 10 Jahren mit der Energiewende fertig sein. Der neue IPCC-Bericht kommt nächste Woche raus. Naja, langfristig ist vor allen Dingen spannend. Es wird ja auch jetzt darüber geredet, neue Flüssiggasterminals zu bauen in Deutschland. Also die helfen uns natürlich, wenn jetzt Putin im Winter den Gashahn abdreht, gar nicht. Da haben wir noch nicht mal die Genehmigung dafür fertig. Das dauert ja auch da relativ lange. Also gesprochen wird drin, dass die vielleicht in 2, 3 Jahren fertig sein können, aber in Deutschland realistisch wahrscheinlich eher 4 bis 5. So, wie viel Sinn macht es, in 5 Jahren ein Flüssiggasterminal zu eröffnen, wenn ich weiß, dass wir in 10 bis 15 Jahren eigentlich irgendwie raus müssen aus der Technologie? Also wer schließt dann mit uns, wer baut ein Schiff zum Beispiel? Ja? Also auch ein Schiff hat ja eine Abschreibung von 20 Jahren. Das heißt, man müsste jetzt auch schon weiterdenken, dass man einfach sagt, okay, also vielleicht wird dort Wasserstoff, jetzt wird gesagt, ja, da soll Wasserstoff ready sein, aber wir wissen ja noch nicht mal, ob Wasserstoff der sinnvollste Transportenergieträger ist, weil Wasserstoff ist saublöd zu transportieren. Das ist viel zu klein und zu leicht und hat viel zu große Verluste. Viele sagen, wir müssten vielleicht auf Ammoniak als Zwischenenergieträger. Dann stellen wir nachher fest, oh, wir haben jetzt ein Flüssiggasterminal, was vielleicht Wasserstoff könnte, aber kein Ammoniak. Das müsste man also alles jetzt mit einplanen, damit man auch umstellen kann. Also wir werden auch langfristig noch Energieträger über den Seeweg reinbekommen, aber natürlich möglichst kein Flüssiggas mehr. Und dann muss man auch jetzt schon planen, die Alternativen zu machen. Diese Pläne liegen nicht in den Schubladen und das wird ewig dauern. Also insofern, ich würde gucken, dass man das Flüssiggas jetzt erstmal über die Wege, die es, also wir haben die nächsten 3 Jahre eh kein Terminal. Also lasst es uns über die Wege, die wir haben, also die Terminals in den Niederlanden, Belgien anlanden. Frankreich hat auch welche. Polen hat auch ein Flüssiggasterminal in Zwinowinde. Da muss man mit dem Gasanschluss nochmal schauen, aber das lässt sich vielleicht ein bisschen schneller realisieren. Und die erstmal nutzen. Und wenn wir in Deutschland was neu bauen, was zukunftsfähig ist, also nicht, wo wir dann noch 20 Jahre lang aus Katar Flüssiggas beziehen müssen, sondern wo wir dann erneuerbare Gase, also Gas, Wasserstoff oder Flüssiggas dann nicht mehr, sondern das Ammoniak zum Beispiel, was aus Wasserstoff erneuerbar hergestellt wurde, dann anlanden können. Und dann wird ein Schuh draus. Deswegen muss man jetzt einfach clever auch noch nicht panikartig irgendwas abschließen, sondern es auch vorausschauen, dafür sorgen, dass wir auch in 10 Jahren hier klimaneutral sein können und uns jetzt nicht irgendwie von Putin lösen, aber an Flüssiggas festketten, was ja auch eine Katastrophe wäre.
Ist russisches Gas wirklich ein Problem beim Strom? Kann man das nicht gegebenenfalls durch Kohle ersetzen? Nein, das ist leider das Schade. Also man denkt auch, ja, dann machen wir jetzt Kohle ein bisschen länger. Gas hängt ja auch zum Teil in der Fernwärme drin. Also wir haben ja also unterschiedliche Kraftwerke, welche nur Strom machen. Es gibt halt auch welche, die Strom und Wärme machen. Also hier in Berlin haben wir zum Beispiel gerade ein Braunkohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk umgerüstet. Da hängt halt auch die Fernwärme mit dran. Ja, und ich kann das jetzt wieder auf Kohle zurück umrüsten, aber da bin ich auch wieder ein paar Jahre beschäftigt, um das halt wieder umzubauen. Das heißt also, so einfach geht das nicht. Und wenn ich das Gaskraftwerk abschalte und Kohlekraftwerk anschmeiße, frieren die Leute halt, die am Fernwärmenetz dran sind. Das geht in einigen Bereichen. Ein Teil kann man ersetzen, aber dazu sagen, wir lassen Gas jetzt weg und schmeißen alle alte Kohlemeiler wieder an, das funktioniert halt irgendwie nicht überall. Und dann kommt es auch darauf an, wie flexibel sind die Kraftwerke. Also bedingt ja, aber jetzt zum Beispiel die Sprüche, die jetzt wieder kommen von den Kohleländern und den Kohleministerpräsidenten, die sagen, wir müssen den Kohleausstieg überdenken. Erstmal geht es da ums Jahr 2030. Irgendwie, wir haben jetzt ein Problem und nicht in 8 Jahren. Und dann irgendwie, was hilft das, wenn in Sachsen-Anhalt ein Kohlekraftwerk länger läuft, wenn hier in Berlin die Fernwärme ein Problem hat? Also insofern, da wird auch viel Unsinn geredet, wenn der Tag lang ist. Vor 2 Jahren habe ich für PV noch 1000 Euro Klein-KW-P, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausgesprochen wird, hilf mir. Kilowatt-Peak, okay, also 1000 Euro Kilowatt-Peak gezahlt. Nun geht die Einspeisevergütung wieder hoch und plötzlich kostet das Kilowatt 1300 Euro. Können Sie mir den Zusammenhang erklären? Okay. Also erstmal, Solarenergie ist erstmal abartig billig geworden in den letzten Jahren. Wir haben hier unsere erste Solaranlage 2005 gebaut. Da haben wir 6.000 Euro für einen Kilowatt-Peak bezahlt. Also ein Kilowatt, das alle, die keine Solaranlage haben, so mitreden. Ein Kilowatt sind ungefähr 5 Quadratmeter Solaranlage. Also wenn ich jetzt 5 Quadratmeter aufs Dach packe, komplett mit Installation und allem drum und dran, bei einer größeren Anlage zahlt man also pro 5 Quadratmeter, war jetzt hier 1.000 Euro, das ist ein recht niedriger Preis. 1.500 sind es dann eher gewesen bei kleineren Anlagen auf Einfamilienhäusern. Wir haben 6.000 bezahlt 2005. Also da sieht man, wie abartig die Preise gefallen sind. Der Tiefpunkt war 2020 erreicht. Seit 2021 steigen die Preise auch schon wieder an. Das liegt an zwei Sachen. Erstmal die Nachfrage steigt stark an und auch das Personal ist knapp. Und wenn halt Material und Personal knapp ist, Angebot und Nachfrage, gehen halt die Preise wieder nach oben. Die Preise sind schon vor dem Anstieg der, jetzt sollen also, die Vergütungssätze sind noch nicht angestiegen, das ist eine Diskussion. Herr Habeck will jetzt mit dem Osterpaket um Ostern herum einige Verbesserungen für die Photovoltaik endlich mal durchsetzen. Und das heißt, die Preise sind allerdings schon letztes Jahr angestiegen, schon lange bevor man über Erhöhungen diskutiert hat, schon bevor die Wahl stattgefunden hat. Und deswegen reagiert er und nicht die Preise folgen dem Ganzen. Wir rechnen sogar auch jetzt in der Branche noch mit weiter steigenden Preisen, weil wir natürlich massivst zubauen müssen. Das Personal ist nicht da, Material ist knapp. Also wir müssen ja auch Materialien ersetzen, die aus Russland kommen. Und das treibt natürlich auch, wie überall, die Preise bei der Solaranlagen nach oben. Aber trotzdem ist die Solarenergie, selbst wenn die dann mal 1.800 Euro kosten, immer noch eine der billigsten Arten der Stromerzeugung hier in Deutschland. Wo bekommt man PV-Module, die nicht in China mit Kohlestrom hergestellt werden? Gut, also ja, spannend. Da kann ich vielleicht mal auf einen Podcast von NTV verweisen. Also NTV, Fernsehsender, die haben auch irgendwie einen Podcast. Der soll, glaube ich, morgen oder übermorgen rauskommen. Die haben mit mir über die Zukunft der Solarindustrie in Deutschland gesprochen. Da habe ich ein bisschen erläutert, das würde jetzt zu lange dauern. Wir hatten mal eine gute Solarbranche, 2009 war Deutschland führend, dann hat die Bundesregierung entschieden, die Solarbranche abzuwickeln. Daraufhin sind fast alle Modulproduzenten pleite gegangen. Es wird nur noch in China produziert und ja, wir kaufen momentan, wenn ich ein Solarmodul kaufe, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit chinesische Module. Es gibt einige deutsche Hersteller noch, zum Glück, die es überlebt haben. Das sind relativ kleine Familienbetriebe. Also kann man ein bisschen googeln. Also mir sind jetzt 4 bekannt hier in Deutschland, wo ich kann sie ja nennen. Alleo und Prenzlau, es gibt Heckert, es gibt Meyer Burger und SolarWatt. Also die produzieren hier in Deutschland. Und das sind auf alle Fälle dann Made in Germany. Sind nicht alles, also kann man sich nochmal gucken. Einige sind auch, also sind nicht alle komplett in deutscher Hand. Da kann man auch nochmal Unterschiede vielleicht machen. Aber zumindest mal ist da Made in Germany dabei, wo dann die Module hier produziert werden. Und bei den Zellen sind es nicht alle. Also einige von denen kann man auch noch nachfragen, haben dann die Zellen aus China. Aber es ist auf alle Fälle besser, ein Made in Germany Modul zu machen. Die sind einen Tick teurer,
muss man sich überlegen. Also wir haben auf dem Dach auch Made in Germany Module. Das war dann, das war das 5 bis 10% teurer als China-Module. Aber das war es uns dann wert und sowas in der Größenordnung muss man berichtigen. Und wir müssten eigentlich schauen, dass wir von China auch nicht so abhängig werden wie von Russland. Wenn China uns den Modulhahn zudreht, also keine Module liefert, haben wir bei der Energiewende das gleiche Problem, wie wir jetzt bei der Öl- und Gasversorgung haben. Und deswegen muss die neue Bundesregierung auch dringend über eine neue große Modulproduktion in Deutschland nachdenken. Diese Gedankenspiele gibt es noch nicht und die muss man, glaube ich, jetzt auch mal ein bisschen befeuern. Ich hoffe, dass wir jetzt aus der Ukraine-Krise schlau werden. Wie viel mehr regenerative Energien müsste man bereitstellen, wenn für die chemische Industrie das Methan als Vorprodukt synthetisiert werden muss? Genau, also wir verwenden doch sehr viel Gas auch für die chemische Industrie, also zur Herstellung von Dünger hatten wir zum Beispiel oder in der Papierindustrie zum Bleichen brauche ich Wasserstoffperoxid, das wird derzeit aus Methan gewonnen, das kann ich irgendwann aus erneuerbaren Gasen dann, also auch aus Wasserstoff erzeugen, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber da gehen natürlich relativ viel rein. Also ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben ungefähr 20% des Gesamtenergieaufkommens, der jetzt mit Erneuerbaren gedeckt wird. Wir können etwa 10-20% einsparen, aber das heißt, wir müssen den erneuerbaren Anteil vervierfachen. Und dann können wir aber auch diese Gasanteile der Industrie ersetzen, weil ich kann einfach dann über die Wasserstoffschiene da reingehen. Also das heißt, das Gas, was ich jetzt verbrauche, kann ich entweder direkt durch Wasserstoff ersetzen oder Wasserstoff aufbereiten zu synthetischem Methan. Das muss aus erneuerbaren Energien erfolgen und dafür steigt der Energiebedarf halt deutlich an. Also das heißt, zu sagen, okay, wir wollen keine Windräder, aber auch kein Gas aus Russland, das funktioniert nicht. Also die Anzahl der Windräder muss deutlich steigen, genauso der Solaranlagen. Wir reden hier etwa um einen Faktor 4, den wir in Deutschland nochmal zubauen müssen. Bei Solar etwas mehr, bei Wind etwas weniger. Wie sieht es aus mit der Bereitstellung von Regelleistung, die aktuell oftmals über Gasturbinen läuft? Also, sind ja alles spannende Fragen. Haben wir noch viele in der Pipeline? Wahrscheinlich, oder? Ja, wir haben hier massenweise Fragen. Okay, also wir haben ja versprochen, Fragen zu beantworten. Gut, dann trinke ich mal einen Schluck also und dann gucken wir mal. Das ist ja schön, dass zumindest mal so viele Leute da sind. Also danke, dass ihr alle vor den Bildschirmen sitzt und auch so tolle Fragen uns stellt. So, jetzt habe ich aber die Frage wieder vergessen. Wie sieht es aus mit der Bereitstellung von Regelleistung, die aktuell oftmals über Gasturbinen läuft? Also, wir haben spannende Situation. Also, wir brauchen erstmal den Strom, den wir direkt brauchen. Und nun ist es so, dass man Strom wirklich genau zu dem gleichen Zeitpunkt verbrauchen muss, wie er erzeugt wird. Also das heißt, wenn es da Schwankungen gibt, dann gibt es Störungen im Stromnetz. Im schlimmsten Fall kann das Stromnetz zusammenbrechen. Und deswegen leisten wir uns Regelleistung. Das heißt, wenn da mal irgendwas nicht im Lot ist, dann gibt es Regelkraftwerke, die einspringen und dann entweder die Stromerzeugung hoch oder runter drehen. Und das hat man jahrelang die erneuerbaren Energien nicht wirklich machen lassen. Also insofern wird das im Wesentlichen noch durch Kohle- und Gaskraftwerke abgedeckt, momentan diese Regelleistung. Und dann kommt es zu paradoxen Situationen, dass wir 100% erneuerbare Energie haben und trotzdem Kohle- und Gaskraftwerke laufen, weil die halt einfach diese Regelleistung, also für den Fall der Fälle halt da sein müssen, falls es irgendeine Störung gibt, dass also das System stabil bleibt. Und diese Regelleistung kann ich natürlich wunderbar, also kann ich teilweise mit erneuerbaren Energien, so ein Windpark kann ich auch schnell zumindest mal abregeln. Oder wenn ich den bei 95% Leistung betreibe, kann ich ihn auch hochregeln. Also das geht sehr schnell. Und noch besser können Speicher eingreifen. Und wir es gibt zum Beispiel gerade Untersuchungen, dass man auch mit den Autobatterien stellen kann, einfach beim Laden. Also das heißt, da ist ja Batterie und wenn jetzt irgendwie eine Störung da ist, die Speicher, die Batteriespeicher, die wir bislang in den paar Elektroautos, das sind ja nicht viele, die wir hier in Deutschland haben, schon eingebaut haben, sind größer von der Speicherkapazität als alle Stromspeicher, die wir derzeit in Deutschland haben. Und da kann ich natürlich auch wunderbar was mitmachen. Das heißt, wenn wir intelligente Konzepte einsetzen, können erneuerbare Energien sehr, sehr schnell diese Regelleistung übernehmen. Auch daran muss man jetzt arbeiten. Also da hat ja bis jetzt halt die Kraftwerksindustrie nicht so groß Interesse gehabt. Ist ja so ein bisschen eine Überlebensversicherung auch für die Kohle und das Gas gewesen, dass man die halt immer noch braucht, selbst wenn wir 100% erneuerbare Energien haben. Finden Sie die Idee nicht auch toll, Wasserstoff mit Sonnenwärme herzustellen und dann in Wasserstoffverbrennungsmotoren zu verbrauchen, natürlich mit Tankaustausch an der Tankstelle?
Nein. Also da muss man ganz klar sagen, nein, Wasserstoff ist nicht die Lösung. Und nun versuche ich nochmal ganz spontan, dass ich jetzt hier nicht vorbereitet habe, eine weitere Folie mir zu holen. Und dann mal gleich der Regie. Jetzt gibt es gleich eine Folie. Und zwar gucken wir uns doch mal diese Folie an, die diese Problematik erzeugt. Also, wir haben heute genau Verbrennerautos, die wir hier auf dieser Folie sehen, also Effizienz von Fahrzeugen. Verbrennerautos, die fahren hier mit Diesel. Das Diesel kommt aus Russland und ja, zum Teil zumindest mal, ein Drittel, hier in Berlin fast alles. Und ist halt ein sehr ineffizienter Antrieb. Wir sehen das irgendwie an den Hitzespuren. Also ein Auto ist eigentlich eine bessere fahrende Heizung. Ein Drittel ist halt Fahrstrom und zwei Drittel sind Abwärme. Das kann man an der Motorhaube sehen. Ja? Also beim Elektroauto mal nach einer langen Autofahrt auf die Motorhaube drauf, auf den Verbrenner, dann weiß man, wo die Energie hingeht beim Auto. Deswegen haben wir auch so große Kühlergrills. Ja? Also das heißt, das ist eine fahrende Heizung, die auch sich bewegen kann. So, und dann haben wir auf der anderen Seite klimaneutrale Antriebe. Das erste wäre das E-Auto. Ein E-Auto hat halt einfach 90% Wirkungsgrad statt roundabout 30, wie so ein Benzin- und Dieselauto. Und deswegen brauche ich nur ein Drittel der Energie. Und deswegen habe ich erstmal da den größten Vorteil. Nun kann man natürlich sagen, okay, ich nehme das Wasserstoffauto dazu. Beim Wasserstoffauto habe ich das Problem, dass ich erstmal diesen Wasserstoff herstellen muss. Das heißt also, wir sehen hier der Wasserstoff, der wird hergestellt. Der Wasserstoff, dabei habe ich Verluste. Dann muss ich den Wasserstoff im Auto wieder zurückverstromen, habe nochmal Verluste. Und deswegen brauche ich am Anfang 2 bis 3 Mal so viel Energie. Und dann gibt es noch den dritten Weg, der auch noch postuliert, wo ich immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Wir sagen, oh komm, wir fahren weiter Verbrenner. Das hatten wir vorhin über E-Fuel schon mal gesagt. Das heißt also, wir nehmen jetzt E-Fuels, die werden hergestellt aus erneuerbaren Energien. Und weil der Verbrenner ja eine fahrende Heizung ist, brauche ich halt einfach hier schon mal mehr Sprit. Und was ich hier vorne dann reinstecken muss, ist das System 5-mal so viel. Das heißt also, während ich beim Elektroauto halt eine gewisse Anzahl von Solar- und Windrädern brauche, ist es beim Wasserstoff deutlich mehr und beim E-Fuels halt nochmal Faktor 5. Und deswegen ist unsere Empfehlung ganz klar, wo es immer technisch geht, auf das rein batterieelektrische oder auch mit Oberleitungen, das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel beim Lkw-Verkehr zu setzen, ist die bessere Möglichkeit. Wasserstoff kann ich auch solarthermisch herstellen, aber da ist die Energiebilanz halt auch nicht besser. Ich habe halt immer diese großen Verluste. Okay. Könnte die Regierung die Energie- und Ressourcenwende von oben durchsetzen und wie schnell könnten beide praktisch erfolgen? Ja, natürlich kann man also das durchsetzen. Wir sehen es ja in Dänemark. In Dänemark hat man den Einbau von Öl- und Gasheizung 2013 verboten. Dann weiß man, es dauert ungefähr, Heizungen leben halt 20, 30 Jahre. Das heißt also 2013 plus 20 bis 30 Jahre, also irgendwie Richtung 2030, 2040 ist man dann in Dänemark wirklich komplett öl- und gasheizungsfrei. In Deutschland dauert das halt natürlich erheblich länger jetzt. Und wenn wir das nicht verbieten, über finanzielle Anreize, never. Also wir sehen das ja jetzt, ich habe mal ausgerechnet, wir haben ja jetzt einen sehr, sehr starken Preis an Benzin an der Tankstelle. Ich meine, ich fahre da immer nur vorbei, weil wir ja entweder mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Elektroauto. Also insofern ist das halt irgendwie nur für mich just for info. Aber das sind natürlich einfach abartig hohe Preise, die wir da haben. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Was war die Frage nochmal? Ich hatte so das Bild mit dem Fahrrad an der Tankstelle vorbei und ich freue mich, dass ich irgendwie nicht für 2,50 Euro tanken muss. Ja, warte mal, weil die ist mir jetzt schon rausgenommen worden. Da muss ich mal gerade unten gucken. Könnte die Regierung die Energie- und Ressourcenwende von oben durchsetzen? Und wie schnell kann sie praktisch erfolgen? Na schnell, solange wie ein Gesetz geht, was weiß ich, 3 Wochen, wenn es auf hart auf hart gehen muss. Bei Corona ging das ja. Ne? Also insofern, jetzt muss man natürlich schauen, Gesetze müssen auch ausgewogen sein. Ich kann jetzt nicht sofort die Benzin- und Dieselautos oder die Öl- und Gasheizung verbieten. Da sind ja irgendwie Kaufverträge schon abgeschlossen worden. Die müssten alle rückabgewickelt, entschädigt werden. Das ist kompliziert. Also da muss man schauen. Ich denke mal, aber erst der 1.1.2023 in der Krisensituation, why not? Also dann kann man zumindest mal Öl- und Gasheizungen nicht mehr einbauen lassen. Und gut, die Automobilindustrie wird irgendwie Weltuntergang schreien. Also dann muss man ihnen vielleicht noch ein Jahr mehr geben. Aber 1.1.2024, mein Gott, warum nicht? Wir haben eine Krisensituation. Dann könnte man das vorschreiben. Und das würde schon mal relativ helfen, weil wir haben in unseren Szenarien gesehen, wenn wir weiterhin munter diese Verbrennerautos und die Gasheizung und Ölheizung auf den Markt bringen, dann schaffen wir halt die Energiewende nicht. Dann bleiben einfach diese Abhängigkeiten bestehen. Das sind die ersten beiden Dinge, die man machen muss. Und dann muss man natürlich den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Natürlich brauchen wir eine Baupflicht für Solaranlagen. Wir brauchen auch
dass man kann ja den Spieß mal umdrehen, nicht, dass Windkraftanlagen genehmigt werden müssen, sondern dass man einfach sagt, okay, jeder Landkreis muss 2%, der kann dann aussuchen, wo das gebaut werden soll. Das ist irgendwie, das müssen die Leute vor Ort entscheiden. Ja, aber wer nicht baut, der muss halt zahlen. Ja, also das kann man ja irgendwie sagen. Das heißt, irgendwie da könnte man ja auch entsprechende Regeln machen. Also wenn Bayern zum Beispiel, Bayern hat letztes Jahr 8 Windräder gebaut, Sachsen hat sogar Windräder abgebaut. Also in Sachsen gibt es heute weniger Windräder als vor einem Jahr. Und wenn das dort so entschieden wird, ist ja vollkommen okay, aber dann beteiligt man sich nicht an der Energiewende. Wir müssen aufwendig Leitungen bauen und das müssen natürlich dann auch die Verursacher dann mal bezahlen. Und dann, glaube ich, ist die Bereitschaft auch wesentlich schneller da. Also man braucht hier schon mal ein paar Gesetze, die auch entsprechend eingreifen. Weil das, was jetzt passiert, greift ja, wenn ich das nicht mache, sind die Eingriffe ja auch da. Es wird immer gesagt, wir berauben uns der Freiheit. Aber die Leute, die dann immer motzen, wenn wir irgend sowas machen, sind die, die zuerst nach Subventionen schreien, wenn sie sich irgendwie mit ihrem Weg, sag ich mal, in den Mist gesetzt haben, weil dann der Benzinpreis bei 2,50 Euro sind mit einer ollen Benzinmöhre. Und da muss der Staat halt einfach helfen. Und das muss man durchsetzen. Und ich denke mal, wir können, wie gesagt, also das ist, ohne diese Maßnahmen werden wir sowieso nicht in 15 Jahren klimaneutral sein. Das sagen unsere Szenarien, die brauchen wir sowieso. Und dann können wir 2035 klimaneutral werden. Wenn wir jetzt den Leuten die Freiheit geben, noch irgendwie E-Fuels zu tanken, die Mengen an solaren Windrädern können wir in Deutschland nicht aufstellen. Und wo wir die dann in der kurzen Zeit woanders herholen sollen, weiß ich nicht. Also das heißt, wir brauchen diese Maßnahmen, da geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Bis wann dauert es, damit mindestens 50% reine Elektroautos in Deutschland gefahren werden? Und welche Voraussetzungen werden den Wechsel von Verbrennern auf Elektro beschleunigen? Also erstmal muss man ganz klar sagen, wir müssen eigentlich weniger Autos haben in Deutschland. Das muss in die Köpfe rein. Also wir haben in Deutschland eine Autodichte. Wenn alle Menschen genauso viel Auto fahren wollten wie wir in Deutschland, brauchen wir 3 Milliarden zusätzliche PKWs. Also alleine diese Herstellung dieser Autos würde solche unvorstellbaren Mengen an Ressourcen verschlingen, dass dieser Planet das gar nicht aushält. Also wir müssen, der deutsche Stil ist nicht übertragbar auf den Rest der Welt und deswegen müssen wir da irgendwo ein anderes Mobilitätsmuster haben. Das müssen wir einfach ganz gut klar gucken. Das heißt also runter. Schön wäre es, wenn wir die Hälfte der Autos haben. Die Bundesregierung möchte, hat ja eine Zahl, ich glaube, es waren 15 Millionen Autos bis 2030. Naja, man hat halt einfach dieses auslaufende Auto. Ein Auto lebt halt 18 Jahre im Schnitt. Das heißt also, wenn ich jetzt ein neues Benzin- oder Dieselauto kaufe, ist dieses 18 Jahre lang auf der Straße. Nicht alles in Deutschland. Zum Schluss werden die irgendwie in Entwicklungsländer verkauft und machen dort ihr Unheil. Aber deswegen sehen wir, es dauert halt. Und wenn ich ein Verbot von Benzin- und Dieselautos beschließe, dann werde ich mindestens noch mal 10, 15 Jahre hier in Deutschland und weltweit diese Autos, die wir dann noch zulassen, auf der Straße haben. Und deswegen brauchen wir halt einfach sehr, sehr schnell dieses Zulassungsverbot. Man kann natürlich noch versuchen, über Abwrackprämien die Autos dann in die Schrottpresse zu tun, aber das ist ja noch absurder und noch Vernichtung von Ressourcen und von Steuergeldern. Und deswegen wird es schon so seine 15 Jahre dauern, bis wir da rauskommen. Und auch nur ab dem Datum, wann wir einen Zulassungsstopp haben. Wenn wir erstmal wie die Grünen 2035 dann darüber reden, dass wir einen Zulassungsstopp haben, dann werden wir bis 2050 noch Verbrenner auf den Straßen haben, ganz klar. So, es gab ja einen Kommentar, dass mein Mikrofon eventuell zu leise ist. Ich werde jetzt mal ein bisschen lauter sprechen. Hat Frankreich nicht ein Problem, weil es stark auf AKWs setzt und die Brennstäbe in Russland aufarbeiten lässt? Ja, also Frankreich hat sowieso Probleme ohne Ende. Es wird ja immer so als der Heilsbringer, oh, Frankreich macht jetzt den Weg mit Kernenergie. Nein, die haben ja irgendwie Kraftwerke, die ja alle 20, 30 Jahre alt sind. Also irgendwie, die waren für 40 Jahre geplant, die versucht man jetzt nochmal zu verlängern, aber das wird auch schon mal irgendwie zig Milliarden Euro kosten. Und die Kernenergie deckt in Frankreich ja auch irgendwie 30% am Gesamtenergieaufkommen ab. Beim Strom ist es mehr, aber halt mit der Kernenergie fährt man in Frankreich auch kein Auto und heizt auch nur bedingt damit. Also die Industrie braucht auch Gas, also das ist einfach die Sache. Und in Frankreich natürlich, also Frankreich hat lange Zeit wieder aufbereitet, da fällt halt Müll bei an und da war es halt sehr schön, dann einen Teil outzusourcen nach Russland und auch ein Teil der Uranbrennelemente kam aus Russland. Auch deutsche Kernkraftwerke laufen mit russischen Kernbrennstoffen, also schönen Gruß an die Kernenergiefreunde. Also Kernenergie ist auch nicht unbedingt gleich der Abschied von Russland, auch da muss man sich andere Lieferquellen suchen. Klar hat Frankreich jetzt damit auch Schwierigkeiten. Die Brennelemente sind allerdings auch schon länger bestellt und da gibt es auch sicherlich Lieferanten, das lässt sich lösen. Aber natürlich ist die Kernenergie keine super Alternative zum Öl und Gas. Was erwartest du vom EEG-Osterpaket für wirklich schnelle und durchgreifende Änderungen? Also
Es wird Verbesserungen geben, ja, im Ausbau der Solarenergie, es soll höhere Sätze geben, ein bisschen Vereinfachung, dass auch schneller gebaut werden kann. Das wird aber nicht dem gerecht, was hier aus dem Russlandkrieg irgendwie passiert. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell weggehen. Erstmal hätten wir das Osterpaket mal 4 Wochen vorziehen müssen, weil einfach Not am Mann ist und die Hütte brennt. Da kann ich jetzt nicht irgendwie noch wochenlang ein Löschkonzept ausarbeiten. Da muss man irgendwie erstmal anfangen zu löschen und dann nachher nachbessern. Also auch wenn das für Verdruss sorgt. Und ja, es sind einige Sachen drin. Es wird nicht die Dynamik entfachen, die wir brauchen. Das ist heute schon zu sehen. Also das, was man so vorher gehört hat, es gibt ein bisschen Verbesserungen für große Photovoltaikanlagen, auch bei Windparks. Die Ausschreibemengen werden nach oben gesetzt. Bei kleinen Photovoltaik-Dachanlagen soll sich nicht viel verbessern. Also insofern auch da schon wieder haben sich auch einige Bremser durchgesetzt. Muss man abwarten. Der endgültige Text liegt noch nicht auf dem Tisch, der muss auch noch durchs Parlament durch. Aber wir werden eine sehr starke Beschleunigung sehen im erneuerbaren Energieausbau. Aber da sind auch noch ganz viele weiße Flecken, dringende Sachen, Speicherausbau. Was ist mit dem Fachkräfteproblem? Wie kriegen wir das gelöst? Warum kommt da nichts? Ja, das also hatten wir ja auch schon adressiert. Die Speicherproblematik muss man angehen. Man muss gucken, dass man die Regelenergie ersetzt. Und da... Das wird sicherlich nicht alles im Umfang sein. Ist natürlich auch ein sehr, sehr dickes Brett, was jetzt gebohrt werden muss. Aber ja, da muss man halt, wie gesagt, die Hütte brennt, dann muss man halt auch mal löschen und dann muss man auch einmal akzeptieren, dass man mal einen Fehler macht, den man hinterher korrigiert. Immer diese Angst in Deutschland, irgendwie keine Fehler zu machen und dann 25 Jahre zu überlegen, wie das richtige Gesetz dafür sein muss, das darf halt jetzt einfach nicht mehr sein. Ist eine Umstellung der meisten Gebäude auf Wärmepumpen ohne weiteres möglich oder müssen die Gebäude saniert werden? Also Wärmepumpen, hatte ich vorhin schon gesagt, funktionieren bis zu 50, 55 Grad Vorlauftemperatur. Es gab jüngst eine Studie, kann man im Internet mal googeln, vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE, ISE, Wärmepumpen im Bestand oder Altbau. Da findet man das, wenn man das raussucht. Und die haben einfach mal Wärmepumpen in Altbauten und Beständen, Häusern gesucht und haben festgestellt, dass die Temperaturen bei den meisten Heizkörpern gar nicht so hoch ist. Also die meisten der untersuchten Gebäude bleiben unter diesen 50, 55 Grad. Und deswegen klappt das bei den meisten Gebäuden. Es gibt einzelne Gebäude, so besondere Altbauten, Museumsbauten, wo es irgendwie technisch nicht anders geht, die höhere Temperaturen haben. Da wird es knifflig, gibt es auch technische Lösungen, aber die werden sehr aufwendig und teuer. Und auch schwierig sind natürlich so die typischen Gasetagenheizungen. Wenn ich jetzt also so Eigentumswohnungen habe im Altbau, wo dann jede Wohneinheit und so Mehrfamilienhäusern die eigene Gasheizung hat, dann müsste man sich zusammentun, das gesamte Heizungssystem erneuern und dann in den Keller eine Gesamtwärmepumpe setzen. Ja, das Zusammentun in Wohnungseigentümergemeinschaften ist nicht immer so ganz einfach. Also das scheitert eher an solchen Sachen, als dass es technisch nicht möglich wäre. Muss man schauen, aber ich denke mal, also jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, bei 80% wird es mindestens klappen. Und wenn man dann noch die Gebäude dann wirklich gescheit saniert, dämmt und dann auch solche Probleme wie die Gasetagenheizungen gelöst bekommt, dann werden wir auch fast alle Häuser mit Wärmepumpen heizen können. Ich habe hier einen frustrierten Kommentar. Ich bin Mieter, wie die meisten in Deutschland lebenden Menschen und kann nichts machen. Mein Vermieter hat gar keinen Anreiz und Interesse daran, irgendwas zu ändern. Ja, dem Herrn Habeck aufs Dach steigen, Herrn Scholz und am besten noch halt der ganzen FDP. Also wir müssen natürlich gucken, dass auch das, also wenn die Regierung jetzt vorschreibt, dass keine Gasheizung mehr neu eingebaut werden darf, ne, dann irgendwie haben wir zumindest mal auch in den Mietwohnungen mit der Zeit, dass die Gasheizungen rausgehen. In den Neubauten absolut abartig, dass auch jetzt noch neue Mehrfamilienhäuser gebaut werden, wo Gasheizungen drin sind. Also das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dazu brauchen wir natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und natürlich muss man auch Druck auf die Vermieterinnen und Vermieter ausüben, dass natürlich auch, wenn die Energiepreise hoch sind und sie das falsche Heizungssystem haben, dass sie natürlich für diese Entscheidung auch gerade stehen und einen Großteil dieser Kosten übernehmen. Das ist, muss man machen. Das ist beim CO2-Preis zumindest mal angelegt gewesen, dass man die Kosten da halb dann überträgt. Aber müsste man sich auch überlegen, dass man zum Beispiel, wenn die Energiepreise über einen gewissen Level drüber hinausgehen, dass davon Teile die Vermieterinnen und Vermieter zu zahlen haben, dass die Anreize haben, es zu machen. Die einzige Chance in der Mietwohnung, gut, erstmal umziehen, klar. Also erstmal schauen, also am Anfang gleich, aber bei der Wohnungsnot ist das immer leichter gesagt als getan, nicht? Also, aber klar, am Anfang erstmal schauen, wie wird das Haus geheizt und wie sieht das aus, wenn ich die Möglichkeit habe, bei 2 Wohnungen zu wählen, halt auch auf die Nebenkosten gucken. Das ist erstmal Empfehlung Nummer 1. Man kann natürlich selber ein bisschen was machen, also dass man Heizkörper nicht zustellt, die Fenster gescheit dämmt, die Raumtemperatur nachts runterdreht, den Heizkörper vielleicht auch 1 Grad wärmer. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir,
Gut, der hat dann den Extremwert, der ist, glaube ich, irgendwie mal auf 10 oder 12 Grad mal auch runter. Der hat kaum mehr Heizkosten. Aber natürlich für einen gewissen Komfort hat man natürlich die Abhängigkeiten. Beim Strom kann man natürlich einen grünen Stromanbieter wählen. Das ist ökologisch gut. Bei den Kosten hilft das auch erstmal nicht viel. Da hatten wir aber letzte Woche einen Podcast rausgebracht zu Balkonsolaranlagen. Da gibt es zumindest mal die Möglichkeit, da auch eine Balkonsolaranlage zu installieren. Das rettet einen jetzt auch nicht dramatisch, aber ein paar Euro im Jahr bringt das halt auch bei der Stromrechnung. Wie bekommt man als Vermieter am elegantesten Solaranlagen auf das Mietshaus ohne viel bürokratischen Aufwand und ohne einen neuen Stromvertrag unterschreiben zu müssen, wo der Preis dann höher ist? Als Vermieter oder wie? Bekommt man als Vermieter, ja. Oh. Ja, da hat sich die letzte Regierung sehr viel Mühe gegeben, Mieterstrom besonders kompliziert zu machen und dafür dann eine kleine Förderung auszuschütten und sich zu wundern, dass trotzdem keiner Mieterstromanlagen baut. Die Idee ist, dass Vermieter oder Vermieterinnen die Anlage aufs Dach setzen und den Solarstrom an die Mieterinnen und Mieter günstig abgeben. Und der ist ja billiger als der Netzstrom, das heißt, eigentlich könnten alle davon profitieren. Nur ist das halt irre kompliziert, sowohl mit den gesetzlichen Regeln als auch mit den Abrechnungen. Man muss da irgendwie Stromanbieter werden. Ist halt nicht ganz einfach, muss man sagen. Also insofern, entweder beißt man sich da durch und sagt, man will was Gutes tun, auch den Mieterinnen und Mietern. Wir haben auch ein Forschungsprojekt Mieterstrom, das findet man bei uns unter solar.htw-berlin.de, wo es also solche Punkte auch dann den Berichten angesprochen werden. Ja, das ist also erstmal eine Sache und die Alternative, ja, man kann auch versuchen, das irgendwie outzusourcen, dass man halt Anbieter sucht, die einen dabei unterstützen. Die gibt es auch, aber die wollen natürlich auch Profit machen. Also insofern ist die Situation nicht ganz einfach. Ich hoffe mal, dass die neue Regierung das auf dem Schirm hat. Mieterstrom, das muss so einfach sein, wie das Umlegen irgendwo, was weiß ich, der Stromrechnung für die Flurbeleuchtung. Das ist ja auch nicht so irre kompliziert und das müssen wir irgendwie hinbekommen. Okay, wie kann man Fernwärmeleitungen in Zukunft nutzen, wenn wir auf 100% erneuerbare sind? Na, Fernwärme ist natürlich super, weil ich da verschiedene erneuerbare Erzeuger einspeisen kann. Dänemark hat ja auch viele Fernwärmeleitungen, da geht das. Die nutzen zum Beispiel Solarthermie, große Solarfelder vor den Toren der Stadt, wo sie dann die Wärme direkt einspeisen. Hier in Berlin wird gerade eine Großwärmepumpe ausprobiert. Also das heißt eine Wärmepumpe, die mit Überschussstrom, Solar- und Windstrom dann in das Fernwärmenetz reingeht. Das ist eigentlich irgendwie die beste Lösung wahrscheinlich, weil wir dann auch mit Erneuerbaren, man kann zum Teil halt in kleineren Fernwärmenetzen auch Biomasse dann verwenden. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, da reinzugehen. Gut wäre es, wenn solche Fernwärmenetze noch einen Wärmespeicher bekommen. Dann habe ich natürlich den Vorteil, dass wenn ich halt sehr viel Solar- und Windstrom habe, dass ich dann die Wärmepumpe laufen lasse, den Wärmespeicher fülle. Und wenn dann mal 2-3 Tage kein Wind oder wenig Sonne da ist, dann schalte ich die Wärmepumpe aus und fahre das Wärmenetz mit dem Wärmespeicher. Und solche Wärmespeicher sind halt einfach viel billiger als Stromspeicher. Und deswegen sollte man einfach diese Wärmenetze umrüsten, in Speicher rein, gucken, dass ich Solarenergie, Wärmepumpen, Biomasse ranklemme und dann kann man auch die Erneuerbaren ersetzen. Die Öl und Gas ersetzen, Entschuldigung, die Erneuerbaren einsetzen. Ja, Volker, ich glaube, du hast schon ganz schön Fusseln am Mund. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich, also du hast unglaublich lange jetzt Fragen beantwortet und von daher denke ich, dass wir jetzt so langsam zum Schluss kommen sollten. Ja, ich denke, also hat aber auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich bin ja froh, dass es so viele Fragen ist. Man weiß ja bei der ersten Folge nie, ist das was, haben wir 10 Zuschauer, haben wir 100, wir werden das nachher mal auswerten. Den Livestream gibt es natürlich auch zum Nachschauen noch im Internet, also wenn ihr das toll fandet und nochmal jemanden darauf aufmerksam machen wollt, könnt ihr gerne machen, kann man dann auf dem YouTube-Kanal sehen. Ja, und wir werden natürlich dann auch weitermachen mit Quaschen Live, oder? Genau, in regelmäßigen Abständen, also abonniert den Kanal, setzt die Glocke, damit ihr nichts verpasst und wir werden natürlich dann jedes Mal wieder ganz, ganz viele Fragen beantworten. Genau, und regelmäßige Abständen, gut, das klingt immer so. Wir müssen fairerweise sagen, wir haben noch keine Planung gemacht. Also wir hoffen, dass wir es 1 bis 2 Mal im Monat hinbekommen. Wir müssen jetzt erstmal hier die Erfahrungen auswerten, das neue Thema setzen. Aber ich denke mal, innerhalb der nächsten 4 Wochen wird es einen Termin geben. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke gesetzt habt, dann werdet ihr es auf alle Fälle mitbekommen, auch auf den sozialen Netzwerken, YouTube, Twitter, YouTube ja nicht, aber da habt ihr das schon, wenn ihr die Glocke gesetzt habt, aber Twitter, Facebook, Instagram werden wir wieder darauf aufmerksam machen. Ja, und dann empfehlt uns weiter und schaltet wieder ein, wenn es heißt Quaschening Live. Jo, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, auch von mir.